Владимир, пожалуйста, микрофон. Приветствую вас, друзья. Ich grüße euch, liebe Freunde. Рад вас всех видеть. Ich bin froh, euch zu sehen. Мы продолжаем с вами знакомиться с системой энергетического целительства и саморазвития живо. Wir machen weiter mit den Kennenlernveranstaltungen des Systems Jiva-Yarga und Jiva. Рад видеть, что есть еще и новые люди. Приветствую всех, кто был изначально. Приветствую новоприбывших. Ich freue mich, dass heute auch neue Leute dabei sind. Ich grüße die, die letztes Mal dabei waren. Ich grüße auch die, die heute neu da sind. Ну, поскольку были какие-то вопросы тогда, или, может быть, сейчас накопились какие-то вопросы, мы можем начать с ответов на вопросы. А дальше ознакомимся, некоторое время теорию сделаем, потом практику, связанную с живой. Und einige Fragen sind ja schon aufgetaucht. Vielleicht tauchen jetzt noch Fragen auf. Dann können wir erstmal uns ein bisschen Zeit nehmen für eure Fragen und werden dann mit der Theorie und Praxis fortsetzen. Vielleicht jemand eine Frage jetzt hier direkt von den Leuten, die letztes Mal dabei waren oder sogar von den Neuen. Egal, ob das jetzt organisatorischer Art ist oder zum Ablauf oder generell zum System, zur Jiva-Heilkunst, jemand etwas? Ja, Günther, deine Frage bitte. Mikro an. Jetzt, okay. Danke. Okay. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute über die Wirkungen des kollektiven Massenbewusstseins und anderer Manipulationstechnologien auf uns könnten und was man dagegen machen kann oder wie man sie, wie man mit dem am besten umgeht. Es geht ich weiß, du musst übersetzen, ja. Ja. Es geht ja um Stabilität und um Gleichmut. Ja. Darf ich? Okay. Да. Гюнтер хочет, чтобы мы сегодня затронули тему как бы общественное сознание или вот как сознание толпы действует на наше индивидуальное сознание, какими методами наше сознание манипулирует извне и как с этим работать, какие есть методы как бы от этого очиститься или не поддаваться вот этому влиянию общественности и каким-то манипуляциям там, каких-то, может, систем или технических там каких-то изобретений. Очень хороший вопрос. Давайте тогда с него и начнем. Es ist eine sehr gute Frage und lasst uns dann auch gleich damit beginnen. Сегодня современная квантовая физика, наука подтверждает то, что всегда изначально знала ведическая мудрость. Also die heutige Wissenschaft, unter anderem auch die Quantenphysik, bestätigt mittlerweile das, was die ведische Kultur schon früher auch gewusst hat. Когда мы говорим о ведической культуре, она изначально говорила о том, что мир един и многопроявен. Und die ведische Kultur hat auch damals schon gewusst und gekannt, dass unsere Welt eins ist und gleichzeitig vielfältig. Поэтому реальность, она не существует как что-то единое целое. Deshalb existiert die Realität nicht unbedingt als etwas für sich genommenes. Реальность можно сравнить с пузырями, вот когда мы что-то стираем, когда вспенили пену, и очень много пузырей. Die Realität kann man mit Seifenblasen oder Schaum sogar vergleichen. Also wie gesagt, wenn wir etwas waschen, dann haben wir unzählige Seifenblasen. Эти пузыри как бы взаимосвязаны. Diese Seifenblasen sind miteinander teilweise verbunden. Но в то же время у каждого человека, у каждого живого существа это своя реальность. Gleichzeitig hat aber jeder Mensch oder jedes Wesen seine eigene Realität. То есть, поскольку у нас есть определенного рода мысли, через наши мысли идет энергия жизни, энергия творения,
И таким образом мы сами материализуем свою собственную отдельную реальность. Weil jeder von uns Gedanken hat und durch jeden von uns die живe Energie, das heißt die Lebensenergie fließt, формt jeder von uns seine eigene Realität. То есть вот сейчас упрощенно. У нас есть божественная искра, которая находится внутри нашего сердца, то есть это джива, атма. Vereinfacht erklärt, jeder von uns trägt diesen göttlichen Funken in sich, welches man als Jiva oder Jivatma bezeichnet. В постоянном режиме она излучает энергию, и каждый из нас светит как лампочка, как солнышко. Und permanent sendet diese Energie aus, und jeder leuchtet von uns auch permanent wie eine kleine Sonne. И если у нас есть какие-то определенные мысли, они выступают как слайды диапроектора, в результате которых мы материализуем отдельно взятую реальность. Und jeder von uns trägt ja Gedanken in seinem Verstand und wie durch Dia-Filme strahlt diese Lebensenergie durch und formt eine gewisse Realität. И прямо сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что в потенциале возможно абсолютно все. Und hier möchte ich auch, dass ihr versteht, dass im Potenzial für den Menschen absolut alles möglich ist. Но для того, чтобы вот это потенциальное можно было материализовать и совершить чудо, этот человек должен поверить. Aber dieses Potenzielle verwirklichen zu können, wie gesagt, ein Wunder schaffen zu können, muss der Mensch erstmal daran glauben. И вот когда родился ребенок, давайте представим себе, что родился ребенок. Und wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt, wir stellen uns vor, dass ein Kind geboren wird. В него вкладывают образы его родители. Die Eltern des Kindes legen gewisse Vorstellungen oder Überzeugungen in das Kind. В него вкладывают образы и понимание мира потом в детском садике, там, где он учится. Ein gewisses Weltbild wird auch quasi vom Kindergarten in das Kind hineingesetzt. Потом он начинает, опять же, смотреть разного рода мультики, ему читают разного рода сказки, и вся эта информация входит внутрь него. Dann beginnt das Kind auch Zeichentrickfilme anzusehen, Märchen zu hören, und diese ganze Information dringt in das Kind hinein und speichert sich dort ab. Потом ребенок идет в школу, и его программируют какими-то знаниями относительно того, что человек вот так живет, так он должен себя вести, так он должен себя проявлять. Dann geht das Kind zur Schule und wird auch programmiert durch gewisse Vorstellungen, wie die Menschen überhaupt leben oder wie ein Mensch sich zu verhalten hat und zu leben hat. Кроме того, он может быть окончил университет, и университет также вкладывает в него определенные знания. Vielleicht hat er dann auch noch studiert und auch das Studium legt in diesen Menschen gewisses Wissen hinein. Кроме этого, средства массовой информации это делают. Unter anderem füllen die Massenmedien den Menschen mit Information. И человек, получается, неосознанно, он растет в этой среде и программируется своей средой, в которой он живет. Und unbewusst lebt der Mensch quasi in diesem Umfeld und wird unbewusst von seinem Umfeld programmiert. Таким образом, у него в голове появляются те слайды, те картинки, через которые он посылает энергию, и он материализует реальность вокруг себя. So hat diese ganzen Diafilme, also seine Vorstellungen, in seinem Bewusstsein und strahlt die Lebensenergie durch diese Vorstellungen hindurch und formt sich anhand dessen seine eigene Realität. Если у человека был негативный опыт, и у него было много негативных картинок, много негативных образов, он начинает материализовать негативные события вокруг себя. Wenn der Mensch negative Erfahrungen gesammelt hat und sich negative Bilder trägt, beginnt auch eine negative Realität sich herum zu formen. То, о чем я говорю, вроде бы кажется простым. Das, wovon ich spreche, scheint auf den ersten Augenblick einfach zu sein. Но это является абсолютно научно доказанными данными. Das sind absolut wissenschaftlich bewiesene Daten. Еще в 1927 году Нильсон, Бэйр и Гейзенберг проводили эксперимент, где одни люди верили в частичку, а другие верили в волну.
Noch Anfang letztes Jahrhunderts haben Geisenberg und Bohr die Experimente durchgeführt und eine Versuchsgruppe hat geglaubt, dass das Licht ein Teilchen ist, die andere Versuchsgruppe, dass das Licht eine Welle ist. Благодаря этому было научно доказано, что те научные деятели, ученые, которые верили, что свет – это фотон, частичка, в результате эксперимента они увидели, да, что свет состоит из маленьких таких точек фотонов. Die Gruppe von Wissenschaftlern, die angenommen hat, dass das Licht Teilchen ist oder aus Teilchen besteht, haben ein Photon nachgewiesen und das Verhalten des Lichts als Teilchen nachgewiesen gehabt. Другие верили, что свет – это волна, что это энергия. И в результате эксперимента они явно, четко подтвердили, что свет ведет себя и проявляет как волна, как энергия. Die andere Gruppe von Wissenschaftlern haben angenommen, dass das Licht Energie ist, also eine Welle ist, und haben das durch Versuche tatsächlich nachgewiesen, dass das Licht sich wie eine Welle benimmt. Таким образом получается, что в зависимости от того, какие образы у человека в голове и насколько сильно он верит, он в прямом понимании материализует и формирует реальность прямо перед собой. Und so hatte man schon damals nachgewiesen, dass abhängig davon, an was der Mensch glaubt oder welche Sinnbilder, Überzeugungen in sich trägt, abhängig davon formt sich die Realität, die ihn umgibt. Но дело в том, что в нашу голову часто вкладывают много образов, которые мы не осознаем. И поэтому вместо того, чтобы делать свою реальность, здоровье, счастье, любви, гармонии, мы как бы поддержим и материализуем чужую реальность. Ту, которую нам через вот эти все, ну, скажем, способы внедрили в голову. Die Sache ist aber die, dass anstatt seine eigene Realität zu formen, formt sich der Mensch eine fremde Realität, die ihm quasi in den Kopf gepflanzt wurde, durch diese ganzen Aspekte der Erziehung, Schulbildung, Massenmedien und so weiter. Соответственно, для того, чтобы быть здоровым, счастливым, успешным, гармоничным, реализоваться в этом мире, необходимо две вещи. Und anstatt, dass der Mensch quasi harmonisch ist, in Liebe lebt, quasi sich gut realisieren kann, Wohlstand hat, lebt er quasi so vor sich dahin, abhängig von diesen Sinnbildern und Überzeugungen. Dafür aber, um harmonisch zu werden, sind zwei Dinge wiederum notwendig. Первое, что нам необходимо, это увеличить количество энергии. Das Erste, was notwendig ist, ist, das Energiepotenzial zu vergrößern. То есть, если у нас становится больше энергии, мы можем большего достичь. Also, wenn wir genug Energie haben, sind wir fähig, auch mehr zu erreichen. Каждый человек, поскольку он жив, он имеет врожденную связь с божественной энергией, которая через него протекает. Und jeder Mensch, solange er lebendig ist, hat diese Verbindung mit der göttlichen oder universellen Lebensenergie, durch die er die Dinge in seinem Leben materialisieren kann. И это называется врожденный канал живы. Und das nennt man den eingeborenen Jiva-Kanal. Но благодаря тому, что существует цепь ученической преемственности, то есть гуру парампара, то есть волхвов, то есть есть энергия посвящения, то есть канал посвящения, который дает в сотни, в тысячи раз больше энергии. Dank dessen, dass es aber die Reihe des Lehrer-Schüler-Prinzips gibt, dieser Guru-Parampara auf Sanskrit, der Reihe der Priester, die halt Wissen weitergeben und die Erfahrung von Generation zu Generation weitergeben, gibt es den Begriff Initiierung und durch die Initiierung bekommt der Schüler dann auch zusätzlich von diesen Generationen von Lehrern und Priestern ein zusätzliches Energiepotenzial vermittelt. Благодаря посвящению в живу, когда мы начинаем заниматься живу, человека инициируют. То есть это можно сделать дистанционно, можно сделать очно. И благодаря этому человек получает большее количество энергии для достижения своих целей. Und wenn ein Mensch beginnt, die Jiva-Heilkunst zu erlernen, wird gleich zu Anfang diese Initiierung durchgeführt. Man kann sie distanziell durchführen, man kann sie
unmittelbar durchführen, wenn man sich in der Nähe des Meisters befindet. Und durch diese Initiierung bekommt derjenige dann ein stärkeres Potenzial an dieser Jiva-Energie. Таким образом, как бы энергии у человека становится больше. Он как бы начинает больше излучать энергии из себя. So beginnt der Mensch mehr Energie auszustrahlen, weil sein Energiepotenzial stärker wird. Но все равно необходимо негативные мысли-образы заменить на позитивные мысли-образы. Aber es ist unbedingt notwendig, die negativen Überzeugungen und Bilder im Inneren durch positive auszutauschen. Негативный жизненный опыт, если мы его переписываем в позитивный, приводит к тому, что мы начинаем материализовать позитивные вещи вокруг себя. Und die negative Lebenserfahrung, indem wir sie transformieren zu einer positiven und positive Bilder in uns tragen, beginnt dann auch positive Realität für uns zu formen. То есть вместо болезни мы материализуем здоровье, вместо ограниченности мы материализуем возможность достижения нужного. Und statt eine Krankheit für sich zu materialisieren, materialisieren wir Gesundheit. Und statt eine gewisse Eingrenzung oder Begrenzung zu materialisieren, materialisieren wir unendliche Möglichkeiten für uns. Таким образом, нам необходима другая вещь. Это работа с сознаниями. То есть некий набор медитативных практик, с помощью которых мы очистим свое сознание, сделаем его позитивным и благодаря этому сможем материализовать позитивную реальность вокруг себя. Der zweite Punkt, der notwendig ist, ist es, mit seinem Bewusstsein zu arbeiten. Also wir gehen in unser Bewusstsein hinein, transformieren die negativen Überzeugungen und Bilder durch in positive Überzeugungen und Bilder und beginnen für uns quasi eine positivere Realität zu formen. Вы сказали и спросили, что общество действует на человека. Ihr habt ja gefragt, dass die Gesellschaft auch auf den Einzelnen wirkt. Ist es jetzt so oder nicht? Но оно действует на того человека, который плывет по течению и не берет ответственность за свою жизнь, и у него нет духовной практики. Es wirkt auf denjenigen, der quasi mit dem Fluss schwimmt, der seiner eigenen Bestimmung nicht nachgeht und der nicht praktiziert. Для того, чтобы освободиться от влияния социума, от влияния негативных мыслей, от технотронного влияния, человек должен овладеть энергетической медитацией. Um sich praktisch davon loszulösen, dass die Masse auf einen wirkt, um sich von negativen Einflüssen technogener Natur loszulösen, muss der Mensch eine energetische energetische Meditation erlernen. В основе медитационной практики лежит три главных процесса. Als Grundlage der meditativen Praktik liegen drei Prozesse. Konzentration. Als erstes die Konzentration. Это когда мы абсолютно на чем-то сосредоточены. Das ist, wenn wir absolut konzentriert sind auf einer Sache oder Gedanken. Что-то видим, не думаем об этом, не размышляем, а видим это, сосредоточены на этом предмете, и, соответственно, благодаря тому, что мы сосредоточены на этом предмете, мы можем с ним энергетически соединиться и понять, как устроена эта вещь. Dass wir konkret etwas sehen bzw. betrachten, ohne darüber nachzudenken, ohne irgendwelche Bewertungen oder Analysen darüber abzugeben. Wir konzentrieren uns auf eine Sache oder auf einem Ding und verschmelzen so energetisch mit diesem Objekt der Konzentration. Очень важно понять, что наша сила концентрации – это духовные мышцы, которые надо постоянно развивать. Man muss auch verstehen, dass unsere Fähigkeit und Kraft der Konzentration unsere spirituellen Muskeln sind, die ständig trainiert werden müssen. Обычный человек, он постоянно находится под влиянием разного рода информации, которая его программирует. Ein normaler Mensch befindet sich unter dem Einfluss verschiedenster Informationen, die ihn ständig programmiert. При этом очень важно понимать, что даже если вы не хотите, чтобы вас программировали, deshalb ist es auch sehr wichtig zu verstehen, wenn ihr nicht möchtet, dass man euch programmiert, и контролируете ту информацию, которая попадает вам в голову. Und die Information kontrolliert, die euch in den Verstand gerät.
Но дело в том, что наше сознание устроено только так, что мы можем контролировать только 7% от той информации, которая к нам идет. Und unser Bewusstsein ist dennoch so beschaffen, dass wir nur 7% der Information kontrollieren können, die in uns hineinströmt. А 93% входит в нашу голову неосознанно. 93% dringt in unseren Kopf, ohne dass es uns bewusst ist. Ну, например, у вас заболела печень. Zum Beispiel, die Leber beginnt zu schmerzen. И вы подумали о том, что, может быть, у вашего отца или у вашего дедушки тоже болела печень. Und ihr denkt vielleicht in dem Fall darüber nach, dass euer Vater oder euer Großvater auch mal Probleme hatte mit der Leber. Вы начинаете вспоминать, что вы кушали, и, может быть, вы кушали что-то нехорошее. Ihr beginnt nachzudenken, dass ihr etwas gegessen habt, etwas vielleicht Schlechtes oder Verdorbenes. И вы начинаете переживать о своей печени. Und ihr beginnt über die Leber euch Sorgen zu machen. Поскольку вы об этом переживаете, вы начинаете вибрировать, и вы начинаете притягивать к себе тех людей, которые с вами вибрируют на одной и той же самой волне. Und weil ihr euch darüber Sorgen macht, beginnt ihr dementsprechend zu vibrieren und zieht entsprechend die Menschen an, die genauso vibrieren. И обязательно тогда находится какой-то друг, знакомый, который тоже начинает жаловаться на печень. Und auf jeden Fall wird sich irgendein bekannter Freund finden, der auch genauso sich über die Leber beschwert. На уровне сознания вы не допускаете, что вы заболели. Auf der Ebene des Bewusstseins lasst ihr es nicht zu, dass ihr erkrankt. Но на уровне подсознания, поскольку вы где-то в душе думаете, о, и еще у моего знакомого болит печень, как у меня. Aber auf der Ebene des Unterbewusstseins denkt ihr vielleicht, aha, der Nachbar oder Bekannte, der hat auch Leberprobleme, genauso wie ich. А может быть, вы потом какую-то случайно книжку достали, и там тоже какой-то герой в этой книжке жалуется на печень. Vielleicht findet ihr ein Buch und da geht es auch darum, dass einer irgendwie Probleme mit der Leber hat. Вы не обращаете на это внимание, вы читаете дальше, но ваше подсознание приняло еще один негативный образ. Ihr achtet im Bewussten nicht drauf, aber liest weiter diese Geschichte oder Buch und das Unterbewusstsein nimmt noch eins dieser negativen Sinnbilder auf. Ну, я абсолютно фантазирую, но представим себе, что вы как-то едете, и еще какая-то музыка играет, что там мужчина жалуется на женщину, которая съела ему печень. Ну, условно. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich fantasiere hier ein bisschen, bedingt gesagt, ihr fährt dann auch irgendwo im Auto und hört im Radio ein Lied, wo eine Frau sich beklagt, dass der Mann ihre Leber gegessen hat. Nur so mal als Fantasie. И вот уже в голове сформировалась негативная установка, когда человек абсолютно уверен, что у него больная печень. Und so formt sich im Unterbewusstsein so ein gewisses Programm oder Affirmation, dass die eigene Leber tatsächlich erkrankt ist. Помните, мы с вами говорили про частичку и про волну? Wir haben ja über das Teilchen und die Welle gesprochen vorhin. Это означает, что он поверил, он уверен в том, что у него больная печень. Das heißt, derjenige hat daran geglaubt und ist überzeugt, dass er eine kranke Leber hat. И когда он идет к врачу на обследование, это действительно подтверждается. Und dann geht zum Arzt und es wird tatsächlich etwas diagnostiziert. И он действительно ему говорят о том, что у вас есть какая-то проблема с печенью. Und man sagt ihm tatsächlich, dass er ein Problem mit der Leber hat. И этот человек думает, что это какие-то экология, что это может быть там неправильная еда, что это может быть неправильное его поведение. И он в это верит, и его печень может продолжать болеть дальше. Und dann glaubt er auch daran, dass es wahrscheinlich von der Umwelt abhängt oder von dem schlechten Essen und derartigen Einflüssen und seine Leber tut weiterhin weh. Но на самом деле, если бы человек не допустил эти образы в свою голову. Tatsächlich wäre es aber so, wenn er diese Überzeugungen oder Gedanken nicht zugelassen hätte. Если бы он был сконцентрирован на своем здоровье. Wenn er auf seine Gesundheit konzentriert wäre in dem Moment. Если бы у него было большее количество энергии, то есть он владел живой. Wenn er ein größeres Energiepotenzial hätte, also er hätte Ahnung gehabt in der Shiva-Heilkunst. И с помощью медитативных практик очистил свое сознание.
und mit Hilfe meditativer Praktiken eher sein Bewusstsein gereinigt hätte. Когда мы пользуемся машиной, мы знаем, что проехал некое количество, надо менять фильтр. Это понятно. Also, wenn wir ein Auto fahren, dann verstehen wir klar, dass wenn wir eine bestimmte Strecke gefahren haben, dann wir die ja, Luftölfilter wechseln müssen. Но точно так же в нашей голове накапливается негатив, как вот эта грязь в фильтрах машины. Genau so sammeln sich in unseren Köpfen auch negative Bestandteile, so ähnlich wie Dreck in diesen Filtern. Поэтому очень важно уметь удерживать концентрацию на здоровье, на успехе и не позволять окружающей среде внедрять в вас негативные мысли. Deshalb muss man es lernen, konzentriert zu sein auf dem eigenen Erfolg, auf der eigenen Gesundheit und es nicht zulassen, dass man durch äußere Einflüsse aus dieser Konzentration herausgeholt wird. И поэтому человек, который занимается живой, занимается медитативными практиками концентрации, он не позволяет негативным образом внедряться в его подсознание. Deshalb ein Mensch, der живо практикует, der die Praktiken der Konzentration praktiziert, er lässt es gar nicht zu, dass negative Gedanken in seinen Kopf dringen. Противоположный процесс концентрации – это состояние созерцания. Das Gegenteilige zu Konzentration ist, naja, gewissermaßen Betrachtung, kann man es so übersetzen, aber aus dem Kontext wird es jetzt klar, was darunter gemeint ist. Это когда мы ни о чем не думаем и ни к чему не стремимся. Das ist, wenn wir an gar nichts denken und im Kopf auch nichts anstreben. Вспомните, как это происходит в вашей жизни. Betrachten als Beispiel, wie das im Leben aussieht. Как только возникает какая-то трудность, immer wenn eine Schwierigkeit entsteht, начинаете постоянно о ней думать. Beginnt ihr ständig über diese Schwierigkeit nachzudenken. Вы начинаете об этом переживать. Ihr beginnt euch darüber Sorgen zu machen. Все ваше внимание направлено на эту ситуацию, которая у вас не разрешается. Und die ganze Aufmerksamkeit ist auf diese Situation gerichtet, die keine Lösung zu haben scheint. А если у вас в подсознании уже есть негативные образы, то это означает, что вы сами начинаете материализовать негативные события. Wenn ihr aber zusätzlich auch diese negativen Überzeugungen im Unterbewusstsein habt oder negative Erfahrungen, wird sich das natürlich erst recht realisieren. Что является собой созерцание? Was bedeutet denn diese Betrachtung? Когда мы ни о чем не думаем. Wenn wir an nichts denken. Мы ни к чему не стремимся. Und wir streben auch nichts an. У нас нету никакой цели. Wir haben gar kein Ziel. И это, ну, настоящее волшебство. Und das ist eine richtige Magie. Жизненная проблема, у вас серьезная трудность, но вместо того, чтобы бояться и переживать, если вы садитесь в медитацию и ни о чем не думаете, ihr habt angenommen ein Lebensproblem, wenn ihr euch aber dann in dem Zeitpunkt in die Meditation setzt und an nichts einfach denkt, auch nicht an dieses Problem. Волшебным образом через некоторое время эта проблема сама по себе исчезает, или вы понимаете, как ее решить? Wird dieses Problem nach einer gewissen Zeit von selbst verschwinden oder ihr bekommt die Einsicht, wie ihr dieses Problem lösen müsst? Соответственно, смотрите, когда вы чего-то боитесь, у вас становится ограниченное мышление. Entsprechend, wenn ihr vor etwas Angst habt, habt ihr so eine eingegrenzte Sicht und Denkweise. Вот знаете, как лошадь и лошади делают такие шоры, и поэтому они ничего не видят, могут видеть только вперед и идти вперед. Und wie bei Pferden, so ähnlich wie Scheuklappen, die sehen nur nach vorne und sehen nicht links, rechts und können sich nur nach vorne bewegen. Государство, общество, для того, чтобы управлять человеком, оно управляет им через страх. Der Staat oder die Gesellschaft, um den Menschen gefügig und steuerbar zu machen, lenken diese Systeme den Menschen mittels Angst. И поэтому начинают рассказывать, что не будет денег, не будет газа, не будет электроэнергии, не будет пищи. Deshalb erzählt man den Menschen, dass es keine Energie geben wird, dass es kein Erdgas geben wird, dass es keine Nahrung geben wird. Мы умрем, потому что разрушен азотный слой, или потому что загрязнение CO2, или что угодно.
wir werden alle sterben, weil die Ozonschicht zerstört ist oder weil die Umwelt verschmutzt ist. Also man erzählt alles Mögliche. Но если вы не боитесь, wenn ihr aber keine Angst davor verspürt и даже не думаете об этом, und auch gar nicht daran denkt, волшебным образом эта проблема исчезает из вашей жизни. Wird dieses Problem auf eine magische Art und Weise aus eurem Leben verschwinden. Или вы понимаете, как ее решить или как этого избежать, лично для вас. Oder ihr versteht, wie ihr dieses Problem lösen könnt oder umgehen könnt, also speziell und individuell nur für euch. При этом очень важно понимать, что хотим мы или не хотим, но общество всегда делится по принципу 80-20. Und ob man es haben möchte oder nicht, muss man verstehen, dass die Gesellschaft sich so aufteilt 80-20. Обычно 80% людей – это неосознанные люди. Они находятся под влиянием моды, под влиянием того, о чем я вам рассказывал, вот этих всех факторов влияния. Normalerweise sind 80% der Leute, die sich irgendwelchen Einflüssen untergeben, Modeerscheinungen, gewissen Tendenzen, unter anderem auch diesen Punkten, die wir vorher aufgezählt haben. И, к сожалению, этих 80%, они как бы действуют на этих 20%, потому что они начинают думать о том, что, ну смотри, большинство же думает, что это так, значит, с ними надо соглашаться. Und es ist dann so, dass diese 80% natürlich auf die 20 wirken, weil es ja die Mehrheit ist und die Mehrheit denkt immer, ja, guck, wir sind ja die Mehrheit, also ihr müsst auch so denken wie wir. Но дело в том, что когда человек получает посвящение в живу, он уже становится не совсем человек, он становится Бога-человек, в нем больше проявлен Бог. Und tatsächlich ist es so, wenn der Mensch beginnt, die Jiva-Heilkunst zu praktizieren, ist er nicht mehr so ganz Mensch, sondern er ist so halb Mensch und ein bisschen Gott, weil er dieses zusätzliche Potenzial noch bekommt. Благодаря тому, что человек занимается, он увеличивает силу своей концентрации. Dank dessen, dass man regelmäßig praktiziert, verstärkt man die Kraft der Konzentration. Он может не думать о том, что может беспокоить других людей. Und er ist fähig, nicht nachzudenken über die Dinge, die anderen Menschen Sorgen bereiten. Он берет под контроль свое сознание. Er nimmt sein Bewusstsein unter Kontrolle. И тогда на него перестают действовать сила общественного сознания или технотронные средства. Und dann wirkt auf diesen Menschen das Bewusstsein der Gesellschaft nicht mehr oder irgendwelche technogenen Errungenschaften, die das Bewusstsein manipulieren. И вот когда мы соединяем две вот эти противоположности, концентрация и созерцание, und wenn wir diese zwei Gegensätzlichkeiten vereinen, also zum einen die Konzentration und zum anderen dieses Defokussieren, vielleicht ist es so beschrieben, dass man so einen Blick ins Leere oder das Auflösen ins Leere. У нас появляется третий метод, который, если говорить очень упрощенно, можно назвать визуализацией. Und dann entsteht aus den beiden die dritte Methode, die man vereinfacht als Visualisation bezeichnen kann. Благодаря тому, что человек прошел посвящение в живу, и у него открыт канал Жи, у него больше энергии. Und dank dessen, dass der Auszubildende in der Jiva-Heilkunst die Initiation durchlaufen hat und der ein größeres Energiepotenzial, einen stärkeren Jiva-Kanal erhält. Благодаря тому, что он владеет медитативными практиками, то есть как инструментом. Dank der Fähigkeit, meditative Praktiken durchführen zu können. Он ставит перед собой образ. Er setzt eine gewisse Vorstellung oder Bild vor sich и наполняет его энергией. Und füllt dieses Bild mit Energie. Очень твердо видит это. Er sieht das sehr fest. И несмотря на влияние окружающего мира, und abhängig der Wirkung der Welt von außen, он материализует свой мир. Materialisiert er seine eigene Welt. Свою отдельную реальность. Seine eigene Realität. Которая может быть позитивной в то время, когда у всех других она негативная. Die tatsächlich positiv sein kann, in der Zeit, wo alle anderen eine negative Realität haben. Я расскажу вам жизненный случай. Ich erzähle euch einen Fall aus dem Leben. У меня есть свой ашрам, то есть у меня есть духовный центр, и вот когда его строили, один из рабочих упал со второго этажа. Also wir bauen einen Tempel, also einen Ashram,
Und während der Bauarbeiten fiel einer der Mitarbeiter vom zweiten Stock. Он не соблюдал технику безопасности и поэтому сам был в этом виноват, но он упал и как бы сильно повредил ногу. Er hat die Sicherheitsvorschrift nicht berücksichtigt und hat irgendwo falsch draufgestiegen oder ist wo falsch draufgestiegen ist runtergefallen und hat sich sehr das Bein angeschlagen. Повредил ногу, это означает, что он сильно кричал, но не было видно там перелома, крови, но ему было просто больно, и он кричал. Das heißt, er hat sehr laut geschrien, man hatte keinen Bruch gesehen oder kein Blut gesehen, aber auf alle Fälle hat er sehr laut geschrien. Все были абсолютно уверены в том, что он сломал ногу и у него закрытый перелом. Alle waren absolut davon überzeugt, dass er sich das Bein gebrochen hat und hat einen Knochenbruch erlitten. Я не стал ни с кем говорить, переубеждать. Ich habe mit keinem gesprochen und habe auch nicht versucht, alle zu überzeugen. Я ушел в свою комнату и начал наполнять его живой. Ich ging in mein Zimmer und begann mit Jiva-Energie aufzufüllen. Я абсолютно отбросил все мысли. Ich habe meine Gedanken beiseite gelegt. Без какого-либо переживания. Ohne irgendwelche Sorgen. И сосредоточился на том, что у него здоровая нога. Und konzentrierte mich darauf, dass er ein gesundes Bein hat. Что это просто ушиб. Dass es einfach nur eine Prellung ist. Нету никакого перелома. Und es gibt gar keinen Knochenbruch. В это время, когда я медитировал, его повезли в больницу. Als ich noch meditiert habe, hat man ihn ins Krankenhaus gebracht. В больнице ему сделали рентген. Man hat ihn geröntgt. И на рентгене сказали, что у вас просто ушиб, у вас ничего нету, нет никакого перелома. Und man hat ihm im Krankenhaus gesagt, das ist nur eine Prellung, hier gibt es keinen Knochenbruch oder sonstiges. Хотя этот сам рабочий был уверен, что у него сломана нога. Obwohl der Arbeiter sehr überzeugt davon war, dass er ein kaputtes Bein hat. Он плакал и говорил о том, что он потеряет деньги, что он не сможет работать. Er hat geweint sogar und hat Angst gehabt, dass er nicht mehr weiterarbeiten kann und somit kein Geld verdienen kann. И все тоже думали, что у него сломана нога. Und alle anderen haben auch gedacht, dass er ein gebrochenes Bein hat. Но это не произошло. Aber das passierte nicht. То есть благодаря посвящению живу большему количеству энергии. Dank der Initiierung in die Jiva-Heilkunst, dank dieses größeren Energiepotenzials. Благодаря силе концентрации. Dank der Konzentrationskraft. Я его удержал в своей позитивной реальности. Hielt ich ihn in meiner positiven Realität. Где он остался здоровым. Wo er gesund geblieben ist. Я хочу еще раз, чтобы вы поняли, что каждый из вас творит свою отдельно взятую реальность. Ich möchte, dass ihr noch einmal versteht, dass jeder von euch seine eigene Realität schafft. И ваша реальность, она не похожа ни на одну другую. Und eure eigene Realität ist keiner anderen Realität ähnlich. К вашей реальности относится ваша семья. Zu eurer Realität gehört auch eure Familie. Ваш бизнес. Euer Geschäft oder Business. И то, как вы реализуетесь в мире. Und das, wie ihr euch in dieser Welt realisiert. Если вы в душе считаете, что вы слабы и ничего не добьетесь, wenn ihr in tiefen annimmt, dass ihr schwach seid und nichts erreichen könnt, то вы ничего не добьетесь. Dann werdet ihr auch nichts erreichen können. Если вы в душе чувствуете, что вы едины со Всевышним, что у вас внутри есть божественная сила, и вы в это верите, в результате того или иного случая, или посвящения, или, может быть, вы обучение какое-то проходили, у вас есть внутренняя сила, которая позволяет реализовать вам материальность более позитивно. Und wenn ihr quasi euch eins fühlt mit dem Universum und mit Gott eins fühlt, wenn ihr euch in eurem Inneren diesen inneren göttlichen Funken spürt, wenn ihr etwas praktiziert oder initiiert seid, ein größeres Energiepotenzial habt und Bescheid wisst, wie ihr mit den Gedanken und Überzeugungen arbeiten müsst, schafft ihr es, eine bessere Realität für euch zu formen. Каждый человек, он светит, как лампочка, и наполняет свои образы. Also jeder Mensch leuchtet wie eine Lampe und durchleuchtet quasi oder leuchtet durch seine Überzeugungen hindurch. И развитые люди знают об этом. Und die Menschen, die weit entwickelt sind, wissen darüber auch Bescheid. Поэтому с помощью средств массовой информации, deshalb mittels der Massenmedien, с помощью кинофильмов, mittels Filmen, с помощью разного рода
скажем так, моды, mittels verschiedenster Modeerscheinungen, формируется общественное мнение, wird eine gesellschaftliche Meinung erzeugt. И люди начинают делать то, что на самом деле им не интересно, и то, что, ну, как бы это не нужно им. Und die Menschen beginnen das zu tun, für was sie im Grunde genommen sogar gar kein Interesse haben und das für die Menschen im Grunde auch nicht notwendig ist. Возьмите как пример моду. Also nimmt quasi, also wir nehmen Mode jetzt als Beispiel. Человек ходит в хороших, комфортных вещах. Der Mensch zieht sich in angenehme, schöne Kleidung an. Но для того, чтобы как бы бизнес продолжался, damit aber dieses Geschäft fortgeführt werden kann, какой-то дизайнер, например, говорит, что а сейчас модно ходить со штанами, у которых штанина очень широкая, клёш. Ein sagt zum Beispiel, dass jetzt auf einmal so eine Schlaghose mit so einem riesigen Schlag modisch ist und jeder sie tragen muss. И на каком-то дорогом показе мод очень красивые девушки ходят в этих широких штанах. Und bei einer Modeschau tragen hübsche Mädels irgendwo auf dem Podest diese Hosen mit dem riesigen Schlag. Компании вкладывают деньги, чтобы какие-то знаменитые люди ходили в широких штанах. Und Firmen oder Konzerne investieren sehr viel Geld, dass bekannte Leute oder Stars auch diese Schlaghosen tragen. Сразу люди хотят уже покупать широкие штаны. Sofort möchte jeder diese Schlaghose kaufen. И начинается мода на штаны с широкими штанинами. Und dann beginnt die Mode mit so einem riesigen Schlag. Die Mode mit штаны, которые были обычные, уже не интересны, надо ходить вот этих модных штанах. Und die normale Hose, die man da hat, wird jetzt auf einmal uninteressant und jeder möchte diese Schlaghose tragen. Вот смотрите, сейчас вышел такой американский фильм про Барби. Jetzt ist auch ein amerikanischer Film über die Barbie rausgekommen. Где там все в розовом, весь фильм такой, что там все в розовом ходят. Der ganze Film ist rosa, alle sind dort rosa gekleidet. Моя сестра делает традиционную славянскую вышивку. Meine Schwester macht traditionelle slawische Stickereien und Kleidungen. Ну и в славянской вышивке никогда не используется розовый цвет. In der slawischen Sticken und Ornamenten wird die rosa Farbe niemals verwendet. Но сейчас у нее сотни заказов, люди хотят розовую одежду с розовой вышивкой, ну вот так как в фильме Барби. Und jetzt hat sie hunderte von Bestellungen für rosa Kleidung mit rosa Stickereien, so wie jetzt in diesem Barbie-Film es herausgekommen ist. Всегда есть те 80% людей, которые неосознанны и подвержены моде, подвержены внешнему влиянию. Und ja, es gibt diese 80% der Menschheit, die quasi dieser Mode untergeben sind und verschiedenen Einflüssen quasi als Opfer fallen. Но те, кто практикует и знают, как на самом деле устроен мир, эти 20%, они как раз и управляют этими 80%. Und die 20% der Menschen, die quasi wissen, wie die Welt beschaffen ist, die über diese Gesetzesmäßigkeiten auch wissen, steuern diese übrigen 80%. Это не зависит от положения или количества денег. Und das hängt auch nicht von dem Status oder der Summe des Geldes ab, über die man verfügt. Это зависит от того, что у человека больше энергии врожденной или, может быть, он практикует. Das ist davon abhängig, dass derjenige vielleicht von Geburt an ein größeres oder stärkeres Energiepotenzial hat oder irgendetwas praktiziert oder irgendwo initiiert wurde. Es sind auch diejenigen Menschen, die fest an sich selbst glauben, die auch eine sehr starke Konzentrationsfähigkeit entwickelt haben. И может не обращать внимания на то, что как-то люди думают по-другому. Und die achten auch gar nicht drauf, wenn irgendwie die Masse ganz anders denkt. И он сосредоточен на своем образе. Und ist fest auf seiner Vorstellung und auf seinem Ziel konzentriert in der Visualisation. Именно такие люди творят мир, материализуют события и управляют реальностью. Diese Menschen schaffen die Welt, materialisieren Ereignisse und steuern die Realität. Я вам расскажу про одного такого человека, инженера.
Ich erzähle euch von so einem Menschen, er ist Ingenieur. В то время еще не было машин, как бы их почти ну, не существовало. In der Zeit, als es noch gar keine Autos gegeben hat. И вот был один такой инженер, который все время, когда приходил с работы, проводил в своем гараже, он что-то мастерил, туда даже электричества толком не было. Und der Ingenieur kam jedes Mal nach Hause und bastelte in seiner Garage oder Werkstatt an irgendetwas. Und zu der Zeit gab es noch... Держала ему керосиновую лампу, чтобы он мог что-то там подкрутить снизу, потому что не было видно. Da gab es noch nicht überall Elektrizität sogar und seine Frau hielt ihm so eine Kerosinlampe, dass er auch abends und nachts an irgendwas schrauben konnte. Их приглашали в гости, ну, как бы хотели поддерживать с ними связь, все знакомые, друзья, но они как бы вот занимались, что-то делали в гараже, и поэтому все с них смеялись и думали, что они какие-то глупые люди, дураки. Die wurden zwar von allen Freunden und Bekannten eingeladen, irgendwie auszugehen oder etwas zu machen gegenseitig. Das Ehepaar hat sich aber so mehr verschlossen und hat sich in der Garage mit den eigenen Dingen beschäftigt, mit diesen Bastlereien, sodass diese beiden von den anderen so ein bisschen als seltsam angesehen wurden. И вот однажды они выехали на автомобиле, который ехал сам по себе, без лошади. Und die fuhren dann eines Tages heraus auf einem Automobil, welches ohne ein Pferd davor selbstständig gefahren ist. Этого инженера звали Генри Форд. Und dieser Ingenieur hieß Henry Ford. И он потом создал огромную корпорацию, которая начала производить автомобили. Und schuf ein großes Konzern, welches dann Autos gebaut hat. Он проявил силу концентрации на своем образе. Legte diese Konzentrationskraft an den Tag von seiner Vorstellung und Überzeugung. И он смог материализовать то, что до него никто не делал. Und schuf das zu materialisieren, was vor ihm keiner geschaffen hat. То есть, давайте мы еще раз поймем, что не так просто противостоять общественному мнению. Also noch einmal, es ist nicht so einfach, den Widerstand zu halten gegen die allgemeingültige Meinung oder die gesellschaftliche Meinung. Для этого надо осознанно развивать внутреннюю твердость, внутренний стержень. Dazu muss man diese innere Bewusstsein, diesen eigenen inneren Kern entwickeln. Но если вы его разовьете, то благодаря этому вы сможете строить свою жизнь, вы сможете достигать того, чего никогда не достигали. Wenn ihr diesen aber entwickelt habt, könnt ihr euer eigenes Leben schaffen und das erreichen, was ihr selbst noch nie oder andere noch nie erreicht haben. И мы это делаем с помощью живы. Und wir machen das mit Hilfe der Jiva. И с помощью наших медитативных практик. Und mittels oder mit Hilfe unserer meditativen Praktiken. Ну, я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Ich nehme an, ich habe auf Ihre Frage geantwortet. Да. Давайте еще чуть-чуть поговорим о живе. Wir sprechen jetzt weiter noch ein bisschen über die Jiva. Давайте осознаем, что когда мы говорим Jiva, мы говорим энергия, которая идет из центра мироздания. Und wenn wir über die Jiva sprechen, dann meinen wir die Energie, die aus dem Mittelpunkt des Universums strömt. Она наполняет абсолютно каждое живое существо. Diese Lebensenergie füllt absolut an jedes Lebewesen. И, соответственно, когда душа, она зреет и поднимается выше и выше по своему росту, она постепенно овладевает этой энергией для того, чтобы творить реальность. Und sofern die Seele auch weiter wächst und sich weiterentwickelt, hat sie dann mehr und mehr von dieser Energie zur Verfügung, um mehr und mehr die eigene Realität zu schaffen. На прошлом нашем занятии я рассказывал, что мы с вами воплощаемся многократно. Ich habe ja bei der letzten Veranstaltung euch erklärt, dass wir mehrmals inkarnieren. Наша душа может существовать в 8 миллионах 400 тысяч формах жизни. Unsere Seele kann in 8 Millionen 400.000 verschiedener Lebensformen im Universum existieren. И для того, чтобы проявиться в этом мире, in dieser Welt zu materialisieren, мы начинаем с уровня камня, камень. Beginnen wir auf der Ebene von Steinen. Потом мы поднимаемся на уровень растения. Dann gehen wir weiter auf die Ebene der Pflanzen. Потом мы поднимаемся на уровень животных. Dann gehen wir weiter auf die Ebene der Tiere.
И вот только тогда мы уже рождаемся на уровне человека. Und erst dann werden wir auf der Ebene eines Menschen geboren. На уровне камня мы с вами научились строить свои кости. Auf der Ebene des Steines lernen wir das Knochengerüst aufzubauen. Подумайте, на уровне логики вы не знаете, как устроены ваши кости внутри. Also denkt mal darüber nach. Auf der Ebene der Logik wisst ihr nicht, wie eure Knochen beschaffen sind im Inneren. Но ваша душа их построила. Aber eure Seele hat jedoch diese Knochen gebildet. Откуда она знает, как надо построить кости? Woher weiß sie, wie man einen Knochen baut? Потому что у нас был опыт пребывания на уровне формы жизни, на уровне камня, минеральный мир. Weil wir die Erfahrung haben auf dem Mineralienreich, wie man Mineralien zusammensetzt und formt. На уровне растений, благодаря тому, что мы были растения, мы научились строить свои мышцы, свои органы, свою мягкую ткань. Dank der Erfahrung im Reich der Pflanzen hat die Seele es gelernt, weiches Gewebe zu bilden, zum Beispiel Muskeln, Muskeln und Organe. На уровне животного мы с вами учились развивать свою силу жизни и свои эмоции. Auf der Ebene der Tiere lernten wir unsere Lebenskraft zu entwickeln und mit unseren Emotionen umzugehen. Поэтому о человеке могут говорить, он трусливый, как заяц. Deshalb sagt man über den Menschen, der ist ängstlich wie ein Hase. Он злой, как волк. Oder er ist böse wie ein Wolf. Он упрямый, как осел. Oder er ist stur wie ein Esel. Он пашет, как лошадь. Oder er ackert wie ein Pferd. Поднимаясь с уровня животного на уровень человека, мы здесь с вами учимся материализовать события. Und wenn wir auf die Ebene des Menschen hochsteigen, ab da lernen wir Ereignisse zu materialisieren. Божественный мир дает нам энергию жизни для того, чтобы в рамках планеты мы с вами научились творить свое здоровье. Der göttliche Sinn gibt uns die Lebensenergie aus dem Universum, damit wir hier auf der Erde Folgendes erlernen, die eigene Gesundheit zu materialisieren und zu schaffen, eine Familie zu schaffen, den eigenen Business, Beruf oder Beschäftigung zu schaffen und sich auf vielfältige Weise kreativ zu verwirklichen. И при этом всегда в нашем мире мы сталкиваемся с тем, что работу нужно делать физически. Und ständig werden wir damit konfrontiert, dass man jegliche Arbeit auch physisch schaffen muss. Или духовно. Oder spirituell. Всегда случается так, что мы чего-то хотим, но мы не можем этого достигнуть физически. Es ist oft so, dass wir etwas erreichen möchten, es aber physisch nicht können. Это специально сделано для развития. Das ist speziell dafür gemacht, damit wir uns weiterentwickeln. То есть, у нас есть божественная искра внутри нас. Это является частичкой Бога. И поэтому мы можем материализовать события. И поэтому вот эти трудности, они даны для того, чтобы мы включили свою духовную силу. Also, wir haben ja von Natur aus diesen Funken in uns drin Gottes gegeben. Und die Schwierigkeiten, mit denen werden wir konfrontiert, damit wir für uns auf der Suche nach Lösungen diesen göttlichen Funken aktivieren und für uns selbst Lösungen materialisieren und Wege materialisieren, durch die wir auch weiter wachsen. Представьте себе, что вот есть курицы. Ihr stellt euch vor, dass es hier so ein Huhn existiert. Они пасутся, они едят червячков, они едят траву. Und die Hühner, die sind auf dem Boden und finden sich irgendwie Würmer oder Körner und essen dort. Но в какой-то момент еды им не хватает. Aber an irgendeinem Moment reicht das Essen nicht mehr aus. Им тяжело, они страдают. Es ist schwer für die, die leiden darunter. А может быть, они болеют. Vielleicht sind sie sogar krank dadurch. И в какой-то момент некоторые из этих куриц вспоминают, что они не курица, что они орлы. Und ab einem bestimmten Moment erinnern sich ein paar Hühner daran, dass sie gar keine Hühner sind, sondern Adler. И вместо того, чтобы ходить пешком и волочить за собой крылья, они начинают махать крыльями и летят и достигают любой своей цели. Und statt weiter nur auf der Erde herumzulaufen, öffnen sie die Flügel, fliegen hoch und erreichen ganz andere Ziele. Когда человек получает посвящение в практику живы,
он начинает раскрывать свою божественность. Und wenn der Mensch die Initiierung bekommen hat in die Jiva-Heilkunst, öffnet er seine oder beginnt er seine Göttlichkeit zu öffnen. Это можно сравнить с тем, как курица становится орлом. Das kann man vielleicht damit vergleichen, wie wenn ein Huhn zu einem Adler transformiert. Как гусеница становится бабочкой. Oder eine Raupe zu einem Schmetterling wird. И это есть задание нас всех, всех тех людей, und которые пребывают на планете Земля. Das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Menschen. Dafür sind wir auf der Erde da, um das zu erlernen. Это можно сравнить, знаете, как вот есть детская песочница, в которой дети играют в песок. Das kann man vielleicht mit einer Sandkiste vergleichen, wo die Kinder quasi Sandburgen bauen. И эта песочница, она всегда ограничена. Und diese Sandkasten hat trotzdem immer seine Grenzen. И соответственно, в какой-то момент надо перестать быть ребенком и стать взрослым, и тогда тебе начинает принадлежать весь мир. Und ab einem Moment muss man aufhören, ein Kind zu sein und Erwachsener zu werden, dann gehört dir die ganze Welt und nicht nur der kleine Sandkasten. И точно так же человек, когда он начинает работать с божественной энергией, со временем он становится высшей душой. Und wenn der Mensch dann oder die Seele lernt, mit diesen Energien zu arbeiten, evolutioniert er weiter und wird zu einer göttlichen Seele. Высшая душа – это те, кого еще называют ангелами. Eine höhere Seele. Und die höheren Seelen werden unter anderem auch als Engel bezeichnet in gewissen Kulturen. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr in Fleisch und Blut inkarnieren. Они более тонкие существа и живут в более высокой мерности. Es sind feinstofflichere Wesen als der Mensch und leben auch in höheren Dimensionen. Высшая душа, она поднимается еще выше, и она может стать земным божеством. Und diese höheren Seelen können weiter evolutionieren und werden zu einer planetaren Gottheit zum Beispiel. Земное божество – это такая божественная сила, для которого тело – это планета или некое созвездие. Und planetare Gottheiten, deren Körper, also der evolutionierte Seele, so weit, bis ihr Körper ein ganzer Planet ist oder sogar ein ganzes Sonnensystem. И в конечном итоге мы вырастаем еще больше, и мы можем стать высшими божествами, демиургами. Und letztendlich wächst jede Seele weiter, bis sie eine kosmische Gottheit wird oder ein Schöpfer des Universums wird. Это означает стать теми, кто может создать свою отдельно взятую вселенную. Das heißt, die Seele ist bereits fähig, ein eigenes Universum zu schaffen. Но даже наша вселенная, в которой мы живем, aber sogar unser Universum, in dem wir leben, она является всего лишь одной клеточкой, ist nur eine Zelle tatsächlich, в теле Всевышнего Бога. Im Körper des Allerhöchsten oder universellen Schöpfers. Поскольку нам дается эта энергия для саморазвития и творения, мы, конечно же, должны взаимодействовать с Божественным миром и быть его проводниками, проводниками света. Und wenn uns diese Energie schon gegeben wird, müssen wir natürlich so Mittler sein für dieses Licht und für diese Energie. Таким образом, есть то, чему мы должны здесь научиться, что мы должны в себе развить, и это является неким нашим предназначением. Und darum gibt es etwas, was wir hier als Fähigkeiten entwickeln müssen als Menschen, und das ist auch unsere oder eine unserer menschlichen Bestimmungen. Предназначение – это то, что еще на санскрите называется дхарма. Die Bestimmung ist das, was man auf Sanskrit als Dharma bezeichnet. Поэтому вы должны понимать, что мы находимся в мире игры. Deshalb müsst ihr verstehen, dass wir uns in einer Welt, in einem Spiel befinden. Кто-то играет на уровне того, чтобы создать семью. Die einen spielen auf der Ebene, wo das Ziel ist, eine Familie zu schaffen. Кто-то играет на уровне, чтобы создать бизнес. Die anderen spielen auf der Ebene, dass sie sich ein Business oder Geschäft aufbauen müssen. Кто-то играет в политику, становится каким-то государственным деятелем или канцлером. Manche befinden sich im Spiel von Politik und müssen quasi Politiker werden oder irgendwie eine Staatlichkeit schaffen. Души, которые уже прошли эти уровни,
они духовно развиваются, поэтому их интересует божественное знание, духовное знание. Menschen, die aber diese Entwicklungsstufen auch bereits beschritten haben, die interessieren sich für göttliches Wissen, für spirituelles Wissen. И если это знание важно и ценно, то они, оно благословляется Всевышним, и тогда это появляется как религия, то есть большая школа для многих людей. Und wenn dieses Wissen sehr wichtig ist für die Menschheit, bekommt derjenige einen Segen und kann dann sogar zu einem Religionsstifter oder Religionsgründer werden, weil dieses Wissen dann eine große Menge der Menschen bekommen muss. Мир многовариантен. Die Welt besteht aus vielen Varianten. И мы всегда можем выбрать лучший вариант. Und wir können stets eine bessere Variante wählen und in die gehen. Нет необходимости против кого-либо бороться. Es gibt auch keine Notwendigkeit, gegen jemanden oder etwas zu kämpfen. Нужно просто творить свою реальность. Man muss lediglich seine eigene Realität erschaffen. Поэтому сначала нужно научиться быть здоровым. Deshalb muss man als erstes es erlernen, gesund zu sein oder gesund zu werden. Если есть необходимость создать семью, гармонизировать свои отношения. Wenn es notwendig ist, eine Familie zu gründen und seine Beziehung zu harmonisieren. Духовно и материально развиться. Sich spirituell und materiell weiterzuentwickeln. И потом, если есть желание и стремление, можно как-то там помогать другим людям или делать что-то большое. Und danach, wenn der Wunsch oder der Drang da ist, anderen Menschen zu helfen, etwas Großes aufzubauen, zum Beispiel eine Schule oder Richtung. Но дело в том, что те люди, которые находятся под влиянием общественности, это им выгодно, потому что они не хотят думать, они не хотят развиваться. Die Menschen, die quasi zu diesen 80% gehören, sind es, weil es für die quasi günstig ist oder vorteilhaft ist, weil sie sich nicht weiterentwickeln möchten und so ein eher bequemes Leben führen möchten, quasi nicht an sich arbeiten wollen. Это знаете, как вот в школе. Люди занимаются физкультурой, потому что требует учитель физкультуры. Das ist so wie in der Schule. Also die Schüler machen Sport, weil der Sportlehrer das von ihnen fordert. Но чтобы стать олимпийским чемпионом, ты должен сам захотеть и много прикладывать к этому усилия. Aber bei der Olympiade aufzutreten, muss man quasi selber wollen und selbst noch zusätzlich Kraft und Mühen investieren. Поэтому, если вы не практикуете, значит вы, ну скажем так, находитесь в общем потоке. Если практикуете, начинаете творить свою реальность, и ваша жизнь становится лучше. Deshalb, wenn ihr nicht praktiziert, gehört ihr zu den 80% eher, weil ihr euch in diesem Plus befindet. Wenn ihr praktiziert, könnt ihr euch davon loslösen und auf die Seite dieser 20% gehen. Ну, мы уже достаточно долго говорили, может быть, у вас есть еще другие вопросы. Und wir haben jetzt lange gesprochen zu dieser Frage, vielleicht habt ihr auch andere Fragen. Ну, в чате вопрос похож. Günther, darf ich mal aus dem Chat zuerst die Frage vorlesen? Похожий вопрос, как быть с ложью, которая нас окружает? Не существует лжи. Also auf die Frage, wie gehen wir mit der Lüge um? Es existiert keine Lüge. Все, во что человек верит, он начинает это материализовать. Alles, woran der Mensch glaubt, das beginnt zu materialisieren. Поэтому существует истина, и существует много различных точек зрения. Deshalb, es existiert eine allumfassende Wahrheit und es existieren viele unterschiedliche Blickwinkel oder Sichtweisen. Представьте себе двух человек. Stellt euch bitte zwei Menschen vor. Они стоят, а на земле перед ними нарисована цифра. Sie stehen und vor ihnen steht eine Zahl auf dem Boden geschrieben. Один говорит, я вижу 9. Der eine sagt, ich sehe eine 9. Другой говорит, что я вижу 6. Der andere sagt, ich sehe eine 6. Один говорит другому, ты лжешь. Der eine sagt zum anderen, du lügst. А другой говорит, нет, это ты лжешь. Und der andere sagt, nein, du lügst. Скажите, пожалуйста, кто из них не прав? Sagt bitte, wer sich von den beiden irrt. Один видит шестерку, другой видит 9. Der eine sieht die 6, der andere sieht eine 9. И если мы с вами говорим о квантовой физике, und wenn wir schon über die Quantenphysik sprechen, одни видят фотоны, die einen sehen Photonen,
а другие видят волну энергии. Und die anderen sehen Welle oder Energie. Одни могут исцелять себя руками и ходить по воде. Die einen können sich selbst durch Hand auflegen heilen und auf Wasser laufen. А другие едят таблетки жменями и не выздоравливают. Und die anderen essen haufenweise Tabletten und werden trotzdem nicht gesund. И каждый из них может думать о другом, что тот как-то живет неправильно. Und jeder von diesen beiden denkt, dass der andere irgendwie falsch lebt oder irgendwas falsch macht. Но на самом деле все люди свободны, поэтому они могут считать так, как они считают нужным. Tatsächlich sind aber alle Menschen frei und sie können die Dinge annehmen, so wie sie es möchten. Божественный мир дает нам свободу выбора. Die göttliche Welt schenkt uns die Entscheidungsfreiheit. И поэтому в вашем круге творения, в вашей реальности, und deshalb in eurem individuellen schöpferischen Kreis может быть что-то, то, что является абсолютной правдой. Kann etwas sein, was als absolute Wahrheit gilt. А другой может это называть ложью. Und ein anderer kann es als Lüge bezeichnen. И это его право. Und das ist aber auch sein Recht. Поэтому каждый из нас творит и материализует свою реальность. Deshalb schafft jeder von uns seine eigene Realität. Я предлагаю вам научиться использовать живу для того, чтобы быть здоровыми, счастливыми, целостными и гармоничными. Ich schlage euch vor, dass ihr die Jiva, Heilkunst und das System verwendet, um gesünder, harmonischer und glücklicher zu werden. Возможно, для этого надо выбросить, знаете, тот мусор, который в голове насобирался, знаете, вот эти какие-то привычные штампы, модели поведения, скажем, или способы мышления, которые мешают нам. Deshalb muss man sich quasi von diesem mentalen Abfall lösen, von diesen vielleicht Überzeugungen und Bildern, die uns stören, uns weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu erreichen. То есть, гусеница, она должна пройти самотрансформацию и стать бабочкой. Also die Raupe muss die Transformation durchleben und ein Schmetterling werden. Но в отличие от гусеницы у человека есть выбор. Aber im Unterschied zu einer Raupe hat der Mensch die freie Wahl. И все, о чем он думает, все материализуется. Und alles, woran denkt, das materialisiert sich. И поэтому, если человек верит в то, что ему надо жить гусеницей и что он не может летать и никогда у него этого не получится, значит будет так, как он верит. Und wenn der Mensch daran glauben möchte, dass er für immer eine Raupe bleibt und niemals fliegen werden möchte oder niemals fähig sein wird zu fliegen, wird er auch immer eine Raupe bleiben. Если он изменит свое мышление, значит, он сможет летать, он сможет стать орлом, он сможет стать бабочкой. Wenn er seine Denkweise verändert, das heißt, wird er fähig sein zu fliegen, wird er die Möglichkeit haben, sich in einen Adler zu verwandeln oder in einen Schmetterling. Это непростая работа. Das ist aber keine einfache Arbeit. Почему? Warum? Потому что наше сознание так устроено. Давайте будем говорить на примере компьютера. Weil unser Bewusstsein auch so beschaffen ist. Wir erklären das anhand des Computers. У компьютера есть, ну, компьютерное железо, то есть вот эти вот все микросхемы, вот это все. Der Computer hat ja seine Hardware, also quasi das Eisen. И у компьютера есть программное обеспечение. Und der Computer hat seine Software. Я думаю, что каждый из вас современный человек, и он понимает, что компьютерное железо может становиться все более современным. Например, были одноядерные компьютеры, потом двухъядерные, четырех, пяти, восьми. Und ihr seid ja alle moderne Menschen, ihr versteht auch ein bisschen über die Computer und quasi dieses Eisen, die Hardware, die kann sich auch weiterentwickeln. Es gab ein Kernprozessoren, jetzt gibt es 4, 5, 4, 6, 8 Kernprozessoren. И то же самое касается и программы. Программы раньше были более простыми, там Word какой-то там 90-х годов, а сейчас они более совершенны. Und die Programme entwickeln sich ja auch weiter. Es gab irgendwie das Word-Programm aus den 90ern und mittlerweile ist das Word-Programm auch sehr viel weiterentwickelter und hat viel mehr Möglichkeiten. При этом мы понимаем, что программа может существовать отдельно от компьютерного железа, а компьютерное железо может существовать отдельно от программы. Dabei können wir auch verstehen, dass die Software etwas anderes ist als die Hardware, als das Eisen quasi und unabhängig
von der Hardware existieren kann, genauso kann die Hardware, also der Custom selber, unabhängig von der Software existieren. Давайте мы назовем это тело, а это назовем душа. А wir benennen das obere, die Hardware, als Körper und die Software als Seele. Почему я сказал, что это непростая работа стать волшебником, родиться как бабочка, стать орлом? Warum habe ich gemeint, dass ein Magier zu werden keine einfache Aufgabe ist? Warum ist es nicht einfach, von einer Raupe sich in einen Schmetterling zu verwandeln? Потому что у компьютера эти две вещи, они существуют отдельно. Weil beim Computer diese zwei Teile unabhängig voneinander existieren. А у человека эти две вещи, они соединены. Und beim Menschen sind diese zwei Dinge vollständig vereint. То есть ваша душа переходит в ваше тело. Die Seele fließt in den Körper über. Ваше тело переходит в вашу душу. Die Seele, der Körper fließt in die Seele über. Как это на уровне физиологии? Wie ist es auf der Ebene der Physiologie beschaffen? У нас в голове есть нейроны. Wir haben im Kopf Neuronen. И они между собой соединены определенным образом. Die sind miteinander auf eine gewisse Art und Weise verbunden. И, например, представим себе, что вы сейчас начнете думать про то, что вы можете исцелять руками, что вы можете творить чудеса или летать. Und ihr beginnt jetzt angenommen darüber zu denken oder daran zu glauben, dass ihr mit den Händen heilen könnt oder Wunder schaffen könnt. То есть вы, ну, скажем так, улучшили свое программное обеспечение. Ihr habt jetzt eure Software in diesem Fall verbessert. Но если вы попробуете полететь, вы не полетите. Und ihr habt davor auch fest daran geglaubt, dass ihr fliegen könnt. Wenn ihr jetzt aber fliegen möchtet, wird es nicht klappen. Weil die Neuronen immer noch so sind, bevor ihr angefangen habt, daran zu glauben. Потому что если мы долго о чем-то думаем, то формируется такая вот нейронная цепь, как рельсы, которая в голове выстраивается, вот, ну, как определенные рельсы, как пути такие, знаете, взаимосвязь нейронов. Wenn wir lang an etwas denken oder lang von etwas überzeugt sind, formt sich auch eine Nervenneuronenbahn, eine feste Überzeugungsbasis wie eine Schiene im Eisenbahnverkehr, wo man nicht nach links oder nach rechts ausweichen kann. То есть, и тогда импульс в вашей голове проходит только так, как вы постоянно думаете. Und die Impulse in eurem Kopf fließen nur so, wie ihr es gewohnt habt, ständig zu denken. И для того, чтобы вы действительно могли создать чудо, um dann ein Wunder schaffen zu können, я уже говорил, что нужно увеличить количество энергии. Habe ich schon darüber gesprochen, man muss als erstes das Energiepotenzial steigern. У нашей школе это делается с помощью посвящения инициации в живу. In unserer Schule wird es mittels Initiierung gemacht in die Jiva-Heilkunst. И нужно некий набор инструментов медитативных практик. Und es bedarf auch eines Instrumentars, also einer Sammlung von spirituellen Praktiken, которые позволят, чтобы эти нейроны разъединились. Die es ermöglicht, dass sich diese Neuronen voneinander lösen. И соединились по-другому. Und sich auf eine neue Art und Weise zusammenfügen. Чтобы в вашей голове появились другие нейронные связи. Dass in eurem Kopf sich neue neuronale Netze bilden. Тех, которых раньше не было. Die es vorher nicht gegeben hat. Именно когда они появляются на уровне тела, denn wenn sie dann auf der Ebene des Körpers entstehen, чудеса становятся возможными. Werden die Wunder möglich. Именно поэтому мы работаем не только с энергией, но и с телом. Жива всегда переходит в Живаярм, в йогу. Deshalb arbeiten wir nicht nur mit der Energie, sondern wir arbeiten auch mit dem Körper. Deshalb fließt das Jiva früher oder später in Jiva Yarga also in das slawische Yoga. И если вы честно поработали над вот этими двумя механизмами, то у вас появляется счастье, успех, радость, достижение. Und wenn ihr aufrichtig mit diesen beiden Mechanismen arbeitet, entsteht bei euch Gesundheit, Glück und auch ein spiritueller Wachstum. Есть те люди, которые работают только с телом, но не могут достигнуть особых результатов. Es gibt Menschen, die ausschließlich mit dem Körper arbeiten und keine hohen Resultate erreichen können. Есть те люди, которые работают только сознанием,
но не работают с телом, поэтому тоже не достигают результата. Und es gibt Menschen, die nur mit dem Bewusstsein arbeiten, aber nicht mit dem Körper arbeiten, deshalb können auch die keine hohen Resultate erreichen. Но чтобы лететь, нужно два крыла. Aber fliegen zu können, braucht man zwei Flügel. То есть тело и душа. Den Körper und die Seele. Ну и вот, практикуя живо, мы раскрываем наши возможности души, таким образом меняя тело и меняя материальную реальность вокруг себя. Und indem wir живо praktizieren, verändern wir quasi unsere Seele und unseren Körper und können somit auch unsere Realität zum Besseren verändern. И это является то, ради чего мы пришли в этот мир. Und das ist auch das, weswegen wir auf diese Welt kommen. Это то, чему учатся люди, чем бы они ни занимались на планете Земля. Das ist das, was die Menschen nach und nach erlernen, egal womit sie sich hier auf der Erde beschäftigen. Все, чем бы вы ни занимались, является духовным саморазвитием. Und alles, womit sich der Mensch so beschäftigt, kann man alles zum spirituellen Wachstum hinzuzählen. Нужно создать бизнес. Чтобы создать бизнес, нужно духовно расти, менять свои первое, второе, и благодаря этому как бы вы можете создать бизнес. Um ein Business zu schaffen, muss man spirituell weiter wachsen, muss man seine neuronalen Netze transformieren und dank dessen schafft man es, sich ein ordentliches Business oder Geschäft aufzubauen. Нету семьи, надо создать семью. Опять же, надо изменить программное обеспечение и по-другому телесно организовать потоки энергии внутри себя. Und wenn man keine Familie hat, muss man auch an seinem Körper arbeiten, an seinem Inhalt, quasi an seiner Seele arbeiten und die neuronalen Netze verändern, um hier etwas erreichen zu können. И это же касается здоровья. Und dasselbe betrifft auch die Gesundheit. То есть особенность работы, практики живы в том, что это, с одной стороны, очень древняя школа, которая подтверждена тысячами и миллионов случаев, но одновременно это современная научная вещь, которая подтверждается современными научными данными. Also die Besonderheit der Живо-Heilkunst ist, dass sie sehr, sehr alt ist, dass sie seit vielen Generationen existiert. Und die zweite Besonderheit ist, dass diese ganzen Techniken und Wirkungsweisen durch die moderne Wissenschaft, durch die Quantenphysik bestätigt worden sind. Хорошо, есть ли у вас еще какие-либо вопросы? Okay, habt ihr vielleicht noch Fragen an dieser Stelle? Ja, Günther? Ja, danke. Ja. Ist es so, dass die jetzige Zeitqualität auf einer energetischen Ebene betrachtet, die Veränderung und den Wandel begünstigt? Und gibt es aus dieser Sichtweise auch das, was so in der Esoterik-Szene als Aufstiegssymptome bezeichnet wird? Welche Symptome? Aufstiegssymptome. Ah. Okay, ich habe genau die Frage ungefähr verstanden. Gut, da Günther спрашивает, насколько сейчас качество нашего времени влияет такому позитивному изменению людей, потому что в эзотерической сцене сейчас очень часто это говорят, что у некоторых людей прям идут такие импульсы или такие как бы спонтанные, неожиданные изменения в лучшую сторону, как бы многие духовно растут. Прям в наше время. Больше и по-другому, чем это было там несколько лет назад. Мы входим в золотое вкрапление. Вот есть Кали-Юга, ночь Сварога. Мы входим в золотое вкрапление. И поэтому, с одной стороны, одни люди будут просыпаться, и это будет происходить спонтанно, потому что они имеют опыт предыдущих жизней и воплощений. А с другой стороны, другие люди будут, наоборот, грубеть, тупеть и быстрее умирать. Und es ist tatsächlich so, dass wir in ein mini-goldenes Zeitalter driften und wir sind bereits auf dem Weg dahin. Deshalb werden viele Menschen erwachen und tun es auch und es passiert auch sehr spontan. Wiederum andere werden noch mehr degradieren, noch gröber werden und tatsächlich viel schneller oder eher von diesem Planeten gehen. Das heißt, es ist auch damit verbunden oftmals Müdigkeit oder und auch
ein intensives Traumerleben. А может быть связано вот с этим духовным ростом или изменением, что очень многие люди сейчас непонятно почему страдают, ну там усталостью или нехваткой энергии, или у многих людей сейчас прям такие активные сновидения или что-то вот, ну во сне много происходит. Каждый человек очень индивидуален, у него разная карма, то есть связанная с прошлой жизнью. Also jeder Mensch ist sehr individuell, jeder hat sein eigenes Karma, abhängig von den früheren Leben und damit hängt es auch zusammen, inwiefern man erwacht oder nicht erwacht, also das hängt von den früheren Leben ab. У каждого человека очень разный личный опыт, который сегодня, скажем так, он проживает или проживал на протяжении этой жизни. Und jeder hat seine individuelle Erfahrung, die jetzt in diesem, also im Hier und Jetzt durchlebt oder in der unmittelbaren Vergangenheit durchlebt hat. Поэтому для того, чтобы образно понять свою жизнь, представьте себе, что вы находитесь на одновременно, что это автовокзал, это одновременно ЖД-вокзал и одновременно, что это аэропорт. Und das auch ein bisschen versinnbildlichen zu können, stellt euch vor, dass wir hier auf der Erde auf einem Busbahnhof, gleichzeitig auf einem Eisenbahnbahnhof und gleichzeitig auf einem Flughafen befinden. И вот на этом терминале тысячи или даже можно сказать сотни тысяч людей и каждый едет, летит в своем направлении. Und auf diesem Megabahnhof sind Tausende oder Millionen von Menschen und jeder fliegt oder fährt in seine eigene Richtung. Поэтому вы не должны равняться ни на кого из них, ни на того, которые едут на автобусе, на поезде или летят. Вы должны себя сравнивать с самим собой и с тем, как вы проживаете свою жизнь. Потому что если мы ориентируемся на кого-то другого, мы прилетим не туда или поедем не туда и будем находиться в рамках тех 80% людей, которые, находясь под общим влиянием, ну, куда-то бегут. Deshalb darf man sich auf diesem Bahnhof mit niemandem vergleichen und sich niemandem anpassen, sonst fliegt oder fährt man quasi zu einem falschen Ziel und nicht zum eigenen. Und womöglich landet man dadurch auch bei diesen 80% der Menschen, die halt automatisch in irgendeine Richtung driften. В эзотерике тоже существует своя мода, и поэтому тоже разного рода волны, разных там деятелей, которые там о чем-то говорят, люди об этом читают, представляют, материализуют, и им что-то открывается. Это такая же самая мода, как штанами, только в эзотерике. Also auch, aber auch die Esoterik hat ihre eigene Mode, dass jemand etwas irgendwie erzählt oder ein Buch schreibt, genau, oder etwas in Gang setzt, so eine gewisse Bewegung, die Menschen beginnen daran zu glauben und das zu materialisieren. Aber letztendlich ist das meiste auch nur eine Modeerscheinung, wie das mit diesen Schlaghosen. Ja, важно genau понимать, что никогда не существует никакого нового времени. Und man muss auch verstehen, dass es tatsächlich gar keine Neuzeit gibt. Все время и прошлое, и будущее существует здесь и сейчас, в этом моменте. Also die ganze Zeit, Linie, also die Vergangenheit und die Zukunft existiert gerade in diesem Moment. Поэтому, когда мы соединяемся с Божественным Духом, который есть в нашем сердце, мы соединяемся с Вечностью, а Вечность, она вбирает в себя абсолютно все, прошлое и будущее. Deshalb, wenn wir uns mit dem göttlichen Geist verbinden, in unserem Inneren verbinden wir uns mit der Ewigkeit und die Ewigkeit schließt alles mit ein, also auch die ganze Vergangenheit und die ganze Zukunft. Но новое и старое предполагает конечность. Было новое, стало старым и умерло. Aber das Neue und das Alte setzt eine gewisse Endlichkeit voraus. Also das Alte war mal und das Neue wird mal kommen. А любая истинная школа, она учит постигать вечные законы мироздания, вечные вещи, которые будут нужны не только в этой жизни, но во всех следующих жизнях и во всех следующих мирах. Und jede wahrhafte Schule lernt quasi den ewigen Prinzipien, die nicht nur heute aktuell sind, sondern es auch gestern waren und vor allem auch in den nächsten Leben, in den nächsten Inkarnationen aktuell sein werden und auch in anderen Welten sogar aktuell sein werden.
Поэтому, что бы ни происходило на этом терминале, куда бы кто ни летел, вам надо сосредоточиться именно на своем пути, на своем личном общении с Богом, со своим высшим Я и пониманием своего личного пути. Deshalb unabhängig davon, wer wohin in diesem Superterminal fliegt oder sich bewegen möchte, muss man sich auf den eigenen Weg konzentrieren, auf seinen eigenen Bezug mit Gott konzentrieren und quasi auf seine eigenen göttlichen Energie, Absicht und Bestimmung konzentrieren. Danke. Bitte schön. Хорошо. Я думаю, что давай сделаем медитацию, попробуем посмотреть прошлые жизни. Wir machen eine Meditation, in der wir jetzt versuchen, die früheren Leben zu sehen. Мы много говорили про камни, про растения, про животных, про человека. Wir haben sehr viel über Steine, über Tiere, über Pflanzen gesprochen. И я предлагаю, чтобы мы сделали такую как бы визуализационную медитацию. Und wir machen eine visuelle Meditation. Она, конечно же, дается уже даже на второй ступени живы, как бы является частью этой практики. Да, diese Meditation ist eigentlich Teil der zweiten Stufe und wird bei der zweiten Stufe vermittelt. Но я хотел бы помочь вам, и поэтому я буду помогать, поддерживать вас, и надеюсь, что многие из вас смогут увидеть свои прошлые некие воплощения. Aber ich möchte euch helfen und ich werde euch im Hier und Jetzt auch unterstützen bei dieser Praktik, weil ich möchte, dass vielleicht der eine oder andere von euch auch mal so einen kleinen Einblick in ein früheres Leben bekommt. Если у кого-то не получится, то просто с закрытыми глазами сидите в этом потоке. Это будет способствовать вашему оздоровлению и раскрытию новых знаний, возможностей и сил. Und wenn es nicht klappen sollte, bleibt einfach mit geschlossenen Augen sitzen, macht weiter, versucht euch so ein bisschen zu besinnen, zu euch zu kommen. Auch das wird euch helfen, mehr zu euren Kräften zurückzukommen. Давайте попробуем сделать практику. Also wir probieren jetzt die Meditation aus. Wer die Initiierung, den Jiva-Strom schon hat, wir rufen den Jiva-Strom. Зову свет изначальный, матушка Жива, приди. Ich rufe dich ursprüngliches Licht, Mütterchen Jiva, komm zu mir. Потерли ручки, вошли в поток. Reib die Hände, wir gehen in den Jiva-Strom. Сядьте так, чтобы было удобно. Setzt euch bitte so hin, dass ihr es bequem habt. Позвольте себе закрыть или прикрыть глаза. Und erlaubt es euch, die Augen zu schließen oder halb offen zu halten. Давайте сначала мы осознаем, кем мы являемся и кем не являемся. Also, lasst uns bitte erst erkennen, wer jeder von uns ist und wer oder was er oder sie nicht ist. Подумайте сейчас сначала о себе, когда вы были в первом классе, может быть, учились в школе. Denkt als erstes oder erinnert euch, als ihr in der ersten Klasse gewesen seid, als ihr noch zur Schule gegangen seid. Вспомните, каким было ваше тело. Erinnert euch bitte, wie euer Körper damals ausgesehen hat. Вы были выше всех своих сверстников посередине или как-то в конце строя стояли на физкультуре? Wart ihr größer als alle eure Klassenkameraden oder genauso groß oder wart ihr vielleicht der kleinste in der Klasse? Вспомните, как вы чувствовали себя физически развитыми в то время в первом классе. Erinnert euch bitte daran, wie ihr wie euer physischer Körper ausgesehen hat damals in der Grundschule. И сейчас давайте вспомним, когда вы уже были юными, когда уже была первая влюбленность. Erinnert euch jetzt bitte daran, als ihr bereits in der Jugend gewesen seid, als ihr vielleicht das erste Mal verliebt wart. Вспомните, что, может быть, вы смотрели на себя в зеркало, там девочки красились. Мальчики раздували мышцы, там поправляли прическу, чтобы красиво выглядеть. Vielleicht habt ihr euch damals im Spiegel betrachtet. Die Mädchen haben ihre vielleicht Frisur gemacht oder sich geschminkt. Die Jungs haben ihre Muskeln angespannt und ihren Körper begutachtet.
Помните, каким было тогда ваше тело? Erinnert euch, wie sich euer Körper damals angefühlt hat? Как вы себя чувствовали? Wie es euch gegangen ist, wie euch gefühlt habt? Как вы себя оценивали по отношению к другим сверстникам? Wie ihr euch bewertet habt im Vergleich zu euren Altersgenossen und Genössinnen? И вот давайте мы вспомним вот эту неделю, которая прошла. Und erinnert euch jetzt bitte an die jetzt die vergangene Woche. Вы смотрели на себя в зеркало. Ihr habt, и осознаете, каким является ваше тело сейчас. Ihr habt euch im Spiegel vielleicht betrachtet und denkt jetzt daran, habt es vor Augen, wie euer Körper jetzt aussieht. Осознайте, что ваше тело когда-то было детским, потом юным, и сейчас оно является зрелым. Und denkt daran, wie der Körper einst ein Körper eines kleinen Kindes gewesen ist, dann der Körper eines jungen Menschen und jetzt der Körper eines erwachsenen Menschen. Осознайте, что когда-то это тело умрет. Und seid euch auch dessen bewusst, dass früher oder später der Körper auch verenden wird. Позвольте себе осознать, что вы не являетесь телом. Und erkennt bitte in dem Moment, dass ihr gar nicht dieser Körper seid. Ваше тело – это как некая машина, которую вы используете. Und der Körper ist so etwas wie eine Maschine, die ihr gerade verwendet. Для постижения себя и постижения мира. Als eine Maschine, die dem Zweck dient, sich selbst zu erkennen, diese Welt zu erkennen und zu erfahren. А сейчас давайте мы вспомним, что вызывало у вас приятные эмоции в первом классе. Erinnert euch jetzt bitte daran, was bei euch in der ersten Klasse positive Emotionen hervorgerufen hat. Когда вы только начали учиться в школе, может быть, вы радовались, что вам ставили хорошие оценки? Als ihr damals angefangen habt, zur Schule zu gehen, vielleicht habt ihr euch darüber gefreut, wenn ihr gute Noten bekommen habt. Или, может быть, родители покупали вам какие-то подарки. Oder die Eltern haben euch schöne Sachen gekauft. Может быть, красивый велосипед или портфель. Vielleicht ein schönes Fahrrad oder eine schöne Schultasche. Вспомните, что вас радовало тогда в первом классе. Und erinnert euch bitte daran, was euch damals Freude bereitet hat in der ersten Klasse. А теперь вспомните, когда вы были юны и вы были влюблены. Und erinnert euch jetzt an den Zeitpunkt, als ihr jugendlich gewesen war, seid und das erste Mal verliebt wart. И вот когда вы были влюблены в юности, вспомните, что тогда вам приносило радость. Und erinnert euch an den Zeitpunkt, als ihr verliebt wart, was hat euch damals denn viel Freude bereitet? Может быть, какие-то первые поцелуи? Vielleicht der erste Kuss. Может быть, то, что на вас обращали внимание или хвалили. Oder dass man euch Aufmerksamkeit geschenkt hat oder dass man euch gelobt hat für irgendwas. И вот давайте вспомним предыдущую неделю, которая прошла. Und erinnert euch jetzt an die vergangene Woche. Что приносило вам радость на протяжении этой недели? Was hat euch hier in dieser vergangenen Woche Freude bereitet? Осознайте, что это было что-то совершенно другое, не то, что было в первом классе. Und erkennt bitte, dass es etwas komplett anderes gewesen ist als damals in der ersten Klasse. Не хорошие оценки, велосипед или конфеты. Also keine guten Noten oder Fahrräder. Что-то совершенно другое приносило вам радость. Etwas vollkommen anderes hat euch Freude bereitet. Осознайте, что ваши эмоции, они разные в разный период вашей жизни. Erkennt, dass eure Emotionen auch ganz andere sind in den verschiedenen Lebensphasen. В детстве они одни, в юности другие, в зрелом возрасте третьи. In der Kindheit sind es eine Art von Emotionen, als Jugendlich eine andere und eine dritte, wenn man erwachsen ist. Позвольте себе осознать, что ваши эмоции – это как волны на море, они проходящие. Und versinnbildlich, dass eure Emotionen wie Wellen auf dem Wasser sind, sie sind vergänglich. Вы не являетесь своими эмоциями. Und ihr seid nicht eure Emotionen.
вы являетесь чем-то более глубже. Ihr seid etwas tiefgreifenderes. Может быть, вы это ваши мысли? Vielleicht seid ihr die eigenen Gedanken. Давайте вспомним, о чем вы думали в первом классе. Erinnert euch daran, woran ihr in der ersten Klasse gedacht habt. Что вы думали о том, кем вы вырастете, кем будете работать? Was habt ihr damals euch vorgestellt, wenn ihr groß werdet, welchen Beruf ihr haben möchtet? Что вы думали о взаимоотношении мужчин и женщин? Und was habt ihr damals gedacht über die Beziehung zwischen Mann und Frau? Что вы думали вообще о мире? Was habt ihr generell oder wie habt ihr über die Welt nachgedacht? И вот когда у вас был период в первой влюбленности, и, может быть, она была неудачная. Und der Zeitpunkt der ersten Liebe, vielleicht ist auch nicht erfolgreich ausgegangen. Что вы тогда думали о взаимоотношении мужчин и женщин? Was habt ihr denn damals gedacht über die Beziehung zwischen Mann und Frau? В юности вы уже кем хотели работать, кем хотели быть? Was habt ihr für einen Traumberuf gehabt als Jugendlicher oder als was wolltet ihr arbeiten? Что вы думали о мире, о людях? Wie habt ihr die Welt gesehen? Was habt ihr über die Menschen gedacht? И давайте сейчас подумаем, а что вы думали на протяжении предыдущей недели? Und erinnert euch, was ihr im Laufe der vergangenen Woche gedacht habt. О себе, о мире, о взаимоотношениях мужчин и женщин. Über euch selbst, über die Welt, über die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Позвольте себе осознать, что у вас были совершенно другие мысли, не те, которые в детстве или в юности. Und erkennt bitte, dass ihr vollkommen andere Gedanken hattet und ganz andere als in der Kindheit oder in der Jugendzeit. Ваши мысли тоже меняются. Eure Gedanken verändern sich auch ständig. Они тоже, как волны, проходят всегда разные. Und sie sind auch wie Wellen und sind auch vergänglich. В детстве дни, в юности другие. In der Kindheit waren es die einen Gedanken, als Jugendlicher eine andere Gedanken. В зрелом возрасте еще какие-то другие. In der Reife wiederum andere Gedanken. Позвольте себе осознать, что вы не тело, не эмоции и даже не ваши мысли. Und erkennt bitte jetzt, dass ihr nicht der Körper seid, nicht die Emotionen und nicht einmal die eigenen Gedanken seid. Давайте прямо сейчас вспомним тот день, может быть, воскресенье или какой-то другой день, куда вам не нужно было никуда спешить. Erinnert euch vielleicht an einen Tag, vielleicht war es ein Sonntag, wo ihr nirgendwo hin musstet. Когда вы лежали в кровати и никуда не спешили, и вот в тот момент, когда вы начинали просыпаться. Es war so, dass ihr erst aufgewacht seid, ihr musstet nicht irgendwo hin und hattet überhaupt keine Eile, irgendwo hinzukommen. Теплая, приятная постель, вы хорошо отдохнули. Eine warme, angenehme, ein warmes, angenehmes Bett, ihr seid gut ausgeruht. Вы никуда не спешите. Ihr habt keine Eile, irgendwo hinzukommen. И в тот момент, когда вы начинаете пробуждаться, когда еще не появилась ни одна мысль, еще не появилась. Und an dem Moment, wo ihr gerade beginnt wach zu werden, wo noch gar kein einziger Gedanke entstanden ist. Но есть тонкое ощущение «я есть», ощущение своей души. Aber es gibt so ein ganz feines Gefühl von «ich bin», ein feines Gefühl von sich als eine Seele. Той вечной сущности, у которой могут быть разные мысли. Dieses ewigen Wesens, welches verschiedenste Gedanken haben kann. Разные эмоции. Verschiedenste Emotionen haben kann. И она воплощается в разных телах. Und sie inkarniert von Körper zu Körper. Прямо сейчас почувствуйте это некое ощущение где-то у себя в груди. Fühlt jetzt dieses Gefühl irgendwo im Inneren des Brustkorbs. Может быть, у кого-то оно в другом месте. Vielleicht ist es auch an einer anderen Stelle. Вот это ощущение «я есть», «я существую». Dieses Gefühl von «ich bin», «ich existiere». И в то же время есть сторонний наблюдатель, который наблюдает за вот этим «я существую».
Und gleichzeitig gibt es diesen Beobachter, der das beobachten und sehen kann, dieses Ich existiere. То есть ваш логический ум, который наблюдает за вашим разумом, за вашей душой. Der logische Verstand, der euer Bewusstsein beobachten kann, also eure Seele beobachten kann. Позвольте себе представить у себя в голове бело-золотой шарик. Stellt euch jetzt im Kopf eine golden-weiße Kugel vor. И перенести в него свое сознание. Und leitet die ganze Aufmerksamkeit in diese Kugel. И этим шариком мы начинаем опускаться себе в солнечное сплетение. Und diese Kugel leiten wir jetzt in unseren Solarplexus hinunter. Чтобы соединиться со своей душой. Um uns mit unserer Seele zu verbinden. Со своей вечной сущностью. Mit unserem ewigen Wesen. Где-то там в солнечном сплетении. Irgendwo im Inneren des Solarplexus. И прямо оттуда позвольте себе увидеть, почувствовать луч света, который соединяет вас с изначальным светом. Und sieht und fühlt diesen Lichtstrahl, der euch weit oben mit dem ursprünglichen Licht verbindet. Безбрежным океаном Божественного Духа. Mit dem grenzenlosen Ozean des göttlichen Lichts. И мы начинаем подниматься по этому лучу света вверх. Und wir beginnen langsam diesen Lichtstrahl hochzusteigen. Мы начинаем подниматься выше и выше. Wir gehen höher und höher. Выше и выше. Und noch höher. И еще выше. Und noch höher. Поднимаемся на уровень туч. Gehen auf die Ebene der Wolken. И начинаем своим сознанием подниматься еще выше. Und beginnen mit unserem Bewusstsein noch höher zu steigen. В многомерное пространство. In den mehrdimensionalen Raum, уровень души, auf die Ebene der Seele, и мы поднимаемся еще выше и выше, und wir gehen höher und noch höher. Мы одновременно на Земле, но одновременно мы поднимаемся своим сознанием выше и выше. Wir sind gleichzeitig hier auf der Erde, gehen mit unserem Bewusstsein aber hoch in die Unendlichkeit. И вот мы входим в безбрежный океан света. Und wir gehen in den grenzenlosen Ozean des Lichts. Мы входим в безбрежный океан света. Und wir gehen in den grenzenlosen Ozean des Lichtes. Мы возвращаемся на уровень Божественного Духа. Und wir kehren zurück zur Ebene des göttlichen Geistes. Как капелька, которая возвращается в океан. Wie ein kleiner Tropfen, der zum Ozean zurückkehrt. Как лучик солнца возвращается к изначальному солнцу. Wie ein Lichtstrahl, der zur ursprünglichen Sonne zurückkehrt. Мы соединяемся с этим безбрежным океаном света. Wir verbinden uns mit diesem grenzenlosen Ozean des Lichts. Безбрежным океаном Божественного Духа. Mit dem grenzenlosen Ozean des göttlichen Geistes. И находясь там, мы делаем шаг назад. Und indem wir uns dort so befinden, machen wir einen Schritt zurück. Предыдущий луч. In den vorherigen Lichtstrahl. Предыдущий канал воплощения. Der vorherige Kanal der Inkarnation. И мы начинаем по нему опускаться вниз. Und langsam gehen wir durch diesen Kanal nach unten. Мы опускаемся вниз, опускаемся ниже и ниже. Wir gehen tiefer und tiefer nach unten. Входим в бело-серый туман. Wir kommen in den grau-weißen Nebel. И опускаемся еще ниже. Und driften noch tiefer runter. Мы идем в ту жизнь, в то наше воплощение. Wir gehen in dieses Leben, in die Inkarnation. Когда мы воплотились в царстве минералов на Земле. Als wir im Reich der Mineralien inkarniert waren. Вот мы опускаемся на землю. Und wir kommen zurück auf die Erde. Бело-серый туман развеивается. Der grau-weiße Nebel lichtet sich. Вы можете видеть, чувствовать или осознавать. Ihr könnt sehen, fühlen oder einfach erkennen. Кем вы тогда воплотились в минеральном царстве? Wer ihr damals gewesen seid im Reich der Mineralien. Может быть, вы были каким-то камушком, или, может быть, вы были песчинкой,
или большим утесом. Vielleicht wart ihr ein Steinchen oder nur ein Sandkorn oder ein großer Felsen. Кем вы тогда родились в этом минеральном мире? Wer seid ihr damals gewesen in diesem Reich der Mineralien? Вы можете видеть, чувствовать или осознавать. Ihr könnt sehen, fühlen oder erkennen. Может быть, прямо сейчас перед вами формируется какой-то образ. Vielleicht seht ihr irgendwie ein Bild oder Kontur vor euch. Видение или понимание. Oder eine Erscheinung, eine Eingebung oder einfach nur ein Verständnis ohne Bilder. Может быть, это горсть земли, может быть, это песок или какие-то камушки. Es kann sogar ein Häufchen Erde sein, Steinchen oder Sandkörner. Позвольте себе соединиться, сделать шаг вперед и соединиться с этим. Macht einen Schritt nach vorne und verbindet euch damit, mit dieser Erscheinung. Позвольте себе вернуть знания о здоровых костях. Also lasst dieses Wissen über einen gesunden Knochenbau euer eigen sein und zu euch zurückkehren. И мы здесь и сейчас запускаем механизм самовосстановления, регенерации наших костей. Und wir leiten jetzt den Mechanismus der Selbstregeneration der Knochen ein. И вы можете почувствовать какие-то новые энергии в своем теле. Und ihr könnt vielleicht neue Energien in eurem Körper spüren. И вот опять опускается бело-серый туман. Und der grau-weiße Nebel verdichtet sich wieder. И мы делаем шаг вперед в этот бело-серый туман. Und wir gehen einen Schritt nach vorne, gehen in diesen grau-weißen Nebel hinein. Мы входим в тот мир растений. Wir gehen in die Pflanzenwelt. Туман развеивается. Der Nebel lichtet sich langsam. И мы уже можем видеть, кем мы тогда проявились на уровне растений. Und wir können bereits sehen, wer wir damals waren im Reich der Pflanzen. Каким-то цветочком, травинкой. Eine Blume oder ein Grashalm. Может быть, каким-то кустиком или деревом. Ein Strauch oder ein Baum. Вы можете видеть, чувствовать или осознавать. Ihr könnt sehen, fühlen oder erkennen. И прямо сейчас перед вами проявляется тот образ того растения, кем вы тогда воплотились. Im Hier und Jetzt kann das Sinnbild, die Vorstellung der Pflanze entstehen, als die ihr damals gewesen seid. Рассмотрите, почувствуйте, осознайте, что это за растение. Sieht und erkennt, was ist es für eine Pflanze. И мы делаем шаг вперед и соединяемся с этим растением. Und wir gehen einen Schritt nach vorne und verbinden uns mit dieser Pflanze. И прямо сейчас мы запускаем регенерирование своих мышц, органов, функций, систем. Hier und jetzt leiten wir die Regeneration aller weichen Bestandteile, das heißt Muskeln, Organe in unserem Körper. Почувствуйте, как некие особые энергии в вашем теле проявляются. Fühlt, wie gewisse Energien sich in eurem Körper manifestieren. Может быть, какие-то мурашки, может быть, где-то легкость, где-то тяжесть или какие-то другие ощущения. Vielleicht fühlt ihr irgendwo Kribbeln oder Schwere oder andere Empfindungen. Позвольте своему телу исцелиться. Erlaubt es eurem Körper heil zu werden. Позвольте своему телу наполниться знанием, которое позволяет вам быть здоровыми, несмотря ни на что. Erlaubt es eurem Körper, sich mit Wissen zu fühlen und gesehen irgendwelche Dinge. И вот опять опускается бело-серый туман. Und der grau-weiße Nebel verdichtet sich wieder.
Мы в духовном мире делаем шаг вперед в этот бело-серый туман. In der spirituellen Welt machen wir einen Schritt nach vorne in diesen grau-weißen Nebel. Мы входим в царство животных. Und wir gehen in das Reich der Tiere hinein. И вот туман развеивается. Und der Nebel lichtet sich. И вы уже можете видеть, каким животным, кем вы были. Und ihr seht bereits, welches Tier ihr damals gewesen seid. Может быть, это была птица, или это была какая-то млекопитающая, или рыба. Es kann ein Vogel gewesen sein, es kann ein Säugetier oder Fisch gewesen sein. Вы видите, кем вы тогда Seht, als welches Tier ihr damals reinkarniert wart. И, может быть, прямо сейчас перед собой вы видите это животное, птицу. Und vielleicht seht ihr gerade dieses Tier oder diesen Vogel vor euch. Рассмотрите ее. Betrachtet jetzt dieses Tier. Осознайте, какие эмоции вы раскрывали, какие качества вы раскрывали, будучи в этом животном образе. Und erkennt, welche Emotionen, welche Eigenschaften ihr damals als Tier entwickelt habt. И мы делаем шаг вперед и соединяемся с этим животным. Und wir gehen einen Schritt nach vorne und verbinden uns mit diesem Tier. Почувствуйте, как вы раскрываете эту силу жизни, радости жизни. Fühlt, wie ihr diese Lebenskraft oder Lebensfreude sogar entwickelt und in eurem Inneren eröffnet habt. Радость жизни, которая присутствует в этом животном. Die Lebensfreude, die in diesem Tier anwesend gewesen ist. Ощутите, что вы позволяете себе быть живым. Fühlt bitte, dass ihr euch, es euch erlaubt, lebendig zu sein. Не просто следовать каким-то правилам, принципам. Nicht einfach irgendwelchen Regeln oder Prinzipien zu folgen. А быть свободным. Sondern einfach frei zu werden, frei zu sein. Быть свободным, как это животное, как эта птица. Frei zu sein, wie dieser Vogel oder dieses Tier. Почувствуйте, что у вас есть сила по-другому построить вашу жизнь. Fühlt, dass ihr die Kraft und Energie habt, euer Leben anders aufzubauen. Достигнуть того, что приносит вам счастье и радость. Das zu erreichen, was euch Freude und Glück vermittelt und bringt. Позвольте себе осознать, что если вы будете владеть большим количеством энергии и больше понимать, вы легко и гармонично сможете достигнуть того, что вам действительно нужно. Und erkennt, dass wenn ihr über ein größeres Energiepotenzial verfügt, ihr viel leichter das erreichen könnt, was ihr eigentlich möchtet und auch das, was euch zusteht. И вот опять опускается бело-серый туман. Und der golden-weiße Nebel senkt sich wieder. И мы делаем шаг вперед. Und wir machen einen Schritt nach vorne. И мы входим в царство людей. Und wir gehen in das Reich der Menschen. Кто свое первое воплощение на земле? Vielleicht sogar in die allererste Inkarnation als Mensch. И вот туман развеивается. Und der Nebel lichtet sich wieder. И вы можете видеть, чувствовать или осознавать, кем вы тогда были. Und ihr seht, fühlt, betrachtet, wer ihr damals gewesen seid. Может быть, это какие-то первобытные древние времена. Vielleicht sind es archaische oder antike Zeiten. Может быть, это какая-то предыдущая цивилизация. Vielleicht ist es ja auch eine vorherige Zivilisation. Или, может быть, это какие-то средние века. Oder vielleicht irgendwo das Mittelalter. Увидьте, кем вы себя там видите. Und seht, wer ihr damals gewesen seid. Мужчина или женщина? Mann oder Frau. Посмотрите, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Und guckt, womit ihr euch damals beschäftigt habt, was ihr macht.
И еще раз позвольте себе осознать, что вы проживаете жизнь в разных телах. Und erkennt noch einmal hier bitte, dass ihr das Leben in verschiedenen Körpern habt. У вас бывают разные эмоции. Ihr habt verschiedene Emotionen. У вас бывают разные мысли. Ihr habt verschiedene Gedanken. Но вы здесь для того, чтобы раскрыть свою божественность. Ihr seid aber jetzt im Hier und Jetzt, um die innere Göttlichkeit zu öffnen. Научиться творить свою реальность. Um zu lernen, die eigene Realität für sich zu schaffen. Вот опять опускается бело-серый туман. Und der golden, der grau-weiße Nebel verdichtet sich wieder. И мы начинаем подниматься в нем вверх. Und wir steigen nach oben. Мы возвращаемся. Und wir kehren zurück. Поднимаемся выше и выше. Wir gehen höher und höher. Выше и выше. Und noch höher. Поднимаемся на уровень туч. Wir gehen auf die Ebene der Wolken. И вот поднимаемся в многомерное пространство. Wir gehen hoch in den mehrdimensionalen Raum. Поднимаемся на уровень души. Auf die Ebene der Seele. И вот мы опять уже видим свет перед собой где-то там вверху. Und wir sehen weit über uns wieder das Licht. Мы опять входим в этот безбрежный океан света. Und wir gehen wieder in diesen grenzenlosen Ozean des Lichts. Поднимаемся на уровень Божественного Духа. Und gehen weiter auf die Ebene des göttlichen Geistes. И мы делаем шаг вперед. Und wir machen einen Schritt nach vorne. И входим в ту линию жизни, в которой мы находимся сейчас. Und gehen in diese Lebenslinie, in der wir uns im Hier und Jetzt befinden. И по каналу света начинаем опускаться. Und fliegen langsam nach unten an diesem oder in diesem Kanal des Lichts. Опускаемся опять на уровень туч. Gehen runter auf die Ebene der Wolken. Начинаем опускаться еще ниже. Und beginnen noch tiefer hinunter zu fließen. И еще ниже. Und noch tiefer. И вот мы опять уже входим в тело. Und wir gehen wieder in den Körper hinein. Чувствуем себя здесь и сейчас. Fühlen uns im Hier und Jetzt. Наполнены новыми энергиями, новыми знаниями. Wir sind mit neuer Energie, mit neuem Wissen gefüllt. И более глубоким пониманием себя. Und mit einem tieferen Verständnis des eigenen Ichs. И мы говорим, пусть дух, душа и тело гармонизируются. Und wir sagen, soll der Körper, Geist und Seele sich harmonisieren. Чувствуем себя здесь и сейчас. Fühlen uns im Hier und Jetzt. Делаем вдох, выдох. Atmen ein und aus. Напрягаем мышцы. Spannen die Muskeln an. И открываем глаз. Und öffnen die Augen. Хорошо, прекрасно. Окей, good. Ну, я думаю, что можно, у кого получилось увидеть, можно написать, там, кем вы себя видели на уровне камня, словом, und на уровне растения, животного, словом одним. Владимир Майнд. Поставить плюсик, что у вас все получилось. Wenn jemand etwas gesehen hat, wenn es geklappt hat, schreibt, auf wer oder was ihr gewesen seid oder als wir oder was ihr euch gesehen habt auf der Ebene der Mineralien, Pflanzen oder Tiere, schreibt es gerne in den Chat oder einfach nur ein Plus, wenn es geklappt hat oder Minus, wenn es nicht geklappt hat. Ну, отлично. У Эмилио получилось прекрасно. Окей, Эмилио hat was gesehen und es hat geklappt. Okay, vielleicht auch etwas Bestimmtes kurz in den Chat. Ну, вне зависимости от того, получилось ли увидеть или не получилось, все равно как бы энергии работают, гармонизация, исцеление происходит. Und die Harmonisierung ist da, auch wenn man jetzt nichts gesehen hat, wenn es auf Anhieb auch nicht geklappt hat beim ersten Mal. Ну, вот видите, есть люди, у кого получилось, все прекрасно. Да, es gibt einige Teilnehmer, bei denen es geklappt hat, also es ist alles gut.
Ну, мы с вами уже на самом деле общаемся уже 2 часа. Tatsächlich unterhalten wir uns jetzt schon 2 Stunden lang. Пора потихоньку заканчивать. Es ist Zeit, langsam Schluss zu machen, zu Ende zu kommen. Эти наши открытые занятия мы проводим с целью вдохновить вас к саморазвитию. Diese offenen Einheiten führen wir mit dem Ziel, euch zu begeistern, euch spirituell weiterzuentwickeln. Мы начали углубленно заниматься практикой живы. Damit ihr beginnt, vertieft die Jiva-Praktiken zu erlernen. Я думаю, что перед тем, как мы начнем там в сентябре вести эту школу, у нас еще будет несколько встреч. Да. Ich denke, bevor wir im September die Ausbildung beginnen, werden wir auch noch 1-2 offene Einheiten durchführen. Поэтому приглашаю вас на последующие встречи. Deshalb lade ich euch auch zum nächsten Treffen ein. Если у вас будут какие-то вопросы, также можно будет их задать. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die genauso stellen wie vorher, auch einfach unter der Woche an mich weiterleiten. Опять же, всю нужную информацию даст нам Евгений. Also die nötige Information bekommt ihr dann von mir direkt, wie es mit der Ausbildung aussieht, wo man sich anmelden muss. Мы сегодня вроде бы говорили о таких простых вещах, но на самом деле это очень глубокие вещи. Es mögen heute einfache Dinge gewesen sein, es sind tatsächlich, sind die sehr tief und weitreichend. Если вы позволите себе осознать, что именно вы ограничиваете себя своими мыслями, wenn ihr das erkennt und versteht, dass gerade jeder von uns sich selbst durch seine eigenen Gedanken eingrenzt, вы осознаете, что именно вы являетесь главной причиной своего счастья или несчастья, werdet ihr erkennen, dass ihr die Hauptursache und der Hauptgrund seid für euer Glück oder Unglück. Соответственно, для того, чтобы менять свое сознание, увеличить количество энергии, это можно делать самостоятельно, но это очень тяжело. Man kann natürlich das eigene Bewusstsein und das Energiepotenzial selbstständig verändern und steigern auf eigene Faust, das ist allerdings sehr schwer. Поэтому с древних времен всегда есть группа практикующих и регулярные поддерживающие занятия, и тогда достигается качественный результат. Deshalb gibt es seit Urzeiten immer eine Gruppe von Praktizierenden und die Ausbildung wird in Gruppen durchgeführt, damit die Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen, um bessere Ziele zu erreichen. Ну, мы вот занимаемся с группой из Германии, и у нас уже есть опыт занятия на протяжении года, много позитивных результатов. Also wir machen jetzt eine Gruppe seit über einem Jahr. Es sind Leute aus Deutschland, Italien und Österreich dabei und wir haben sehr positive Resultate. Так что у вас есть возможность присоединиться на первый курс, как бы начать с нуля. Deshalb улучшить свою жизнь. Habt ihr ab September die Möglichkeit, euch der Ausbildung anzuschließen, das heißt also von vorne als Neueinsteiger anzufangen bei einer neuen Gruppe? Ну и буду с вами прощаться. Благодарю за внимание. Рад был быть вместе с вами. Und ich oder wir werden jetzt Abschied nehmen, euch Tschüss sagen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und für eure Teilnahme heute. Желаю здоровья, счастья, успеха. Ich wünsche euch Glück, Gesundheit und Erfolg. До новых встреч. Bis zum nächsten Mal und das Video wird auch dann demnächst veröffentlicht. До встречи. Okay, tschüss.